Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali. Und ja, wir spielen heute eine Runde Through the Breach. Und ja, ich spiele wie immer nicht alleine, sondern ich habe vier illustre Gestalten mit mir dabei, die mich auf die Reise in die illustre Welt von Malifaux begleiten. Wenn ihr das ganze Setting und so noch nicht kennt, dann schaut doch mal auf dem Nerdpol. Da ist auch ganz viel verlinkt. Und wenn das Video auf YouTube raus ist, dann verlinke ich auch unten drunter nochmal Setting, Kurzbeschreibungen und so. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Das ist ein Rollenspiel zu einem Tabletop. Also das Tabletop war zuerst da und dann hat Weird Games, die das veröffentlicht haben, ein Rollenspiel im später quasi nachgeschoben. Das Besondere ist, dass wir heute nicht würfeln werden, sondern wie hier unter meinem Bild vielleicht schon seht, da ist ein Kartenstapel. Und von dem werden wir heute hoffentlich ein paar Karten ziehen. Und ja, ihr seht auch schon so kleine halbdurchsichtige Kästchen in den bei meinen Spielern und bei meiner Spielerin. Da werden gleich auch ein paar Karten erscheinen, hoffentlich. So, aber wer spielt denn noch mit? Ich habe hier, wie gesagt, den Chosen mit dabei. Der Chosen ist Jonathan Dean Jr. für heute Abend und ich müsste mal gucken. So, da ist er, der Chosen. Ach, schon ganz lange her, ja. Da habe ich noch in Bonn gewohnt, glaube ich, ja. Ersten Edition quasi gespielt. So, jetzt hast du auch Ton, Entschuldigung. Also lass nochmal Hallo sagen. Ich werde mal wieder hart gedisst, das ist schön. Ich bin zu leise. Danke. Ich werde Dennis 2.0. Ja, alles klar. Gut. Ja, Through the Breach. Zweiter Anlauf, wie gesagt. Wir hatten ja das ja vor ein paar Jahren. Ja, aber da ging es noch mit den Beta-Regeln. Ich bin gespannt. Ja. Genau, da ging es noch mit den Beta-Regeln. Mal gucken, wie es jetzt ist. Ich bin gespannt. Ich habe Böcke drauf. Wie sonst was. Du bist halt, glaube ich, der Einzige, der das Tabletop kennt. Ja, aus dieser Runde definitiv. Ja. Dann habe ich dabei den Kako, der spielt heute Russell McGregor. Und so sieht er aus. Hallihallöchen. Ja, erster Anlauf Through the Breach. Bin mal gespannt. Ich kenne das Tabletop nicht. Kannte das Rollenspiel bisher noch nicht. Bin aber interessiert. Ich hab Bock. Bitteschön. Ja. Bist du, glaube ich, nicht der Einzige, der das nicht kennt. Ist auch nur auf Englisch erhältlich, leider. Naja, wir gucken mal, ob es uns Spaß macht. Ich habe dabei jemanden, den ich auch vorher noch gar nicht kannte. Das freut mich immer ganz besonders. Den Araiguma, der ist, glaube ich, auf der APC 2018 jetzt ganz frisch für den Nerdpol rekrutiert worden und direkt in einem Stream von mir gelandet. Der spielt heute Abraham Winston. Ja, hallo zusammen. Ich bin Araiguma. Bürgerlich Viktor. Und ich spiele zum ersten Mal Through the Breach heute, auch das erste Mal Pen Paper auf dem Stream. Und Malifaux kannte ich tatsächlich schon, zumindest vom Sehen, weil das in dem Schuppen, wo ich manchmal Infinity spiele, auch abgezockt wird. Aber ja, ich habe Bock. Ja, sehr schön. Und hier der. Wie heißt er? Lucky Lucano hat direkt mal Koalas gestreichelt, finde ich super gut. Ja. Können ruhig mehrere Leute machen. So, last but not least, die Frau in der Runde, Josephine Wheeler, gespielt von Lilio. Und gemutet, oder? Hallo. Ja. Nee, nicht mehr. Okay. Hallöchen allerseits. Ja, ich gehöre auch zu den Leuten, die eigentlich noch gar keine Ahnung von Through the Breach und Malifaux und überhaupt so haben. Generell habe ich, das ist das erste Mal, dass ich in so einer Art von Setting spiele. Ich bin sehr gespannt und freue mich, heute hier zu sein. Ja. Und wenn es euch noch nicht aufgefallen ist, ich mache nochmal zurück. So ein bisschen ist sie heute im Cosplay unterwegs. Ja, finde ich sehr ulkig. Ja. Okay,
So, ich muss heute zur Weird World, genau, Umbreon, genau, richtig. Ich muss heute ein bisschen mehr immer zwischendurch hin und her schalten, als ich das gewohnt bin, weil wir heute mit einem extra Programm arbeiten, damit wir hier diese tollen Karten ziehen können. Das ginge wahrscheinlich auch in Roll20, aber da Roll20 mich nicht und ich Roll20 nicht mag und ich keinen Bock hatte, da viel Arbeit reinzustecken, Karten zu importieren und zu exportieren und so weiter, nutzten wir doch das, was Weird eigentlich sich ausgedacht hat, was man auch fürs Rollenspiel online benutzen soll. Das ist nämlich Vessel. Eigentlich ein Programm, was für Tabletop gedacht ist, aber da dieses System auch ganz schwer Tabletop-lastig ist, bietet sich das auch an. Und ja, bin gespannt, wie das so alles so klappt heute. Ja, die Welt von Malifaux ist für den geneigten Zuschauer, der jetzt das erste Mal davon hört, eigentlich relativ vergleichbar mit dem viktorianischen Zeitalter unserer Welt. Einzige Ausnahme ist, es gibt Magie. Und diese Magie hat aber abgenommen von vor Jahrhunderten in der Welt und es drohte, die Magie drohte auszusterben auf der Welt. Und da haben sich windige Wissenschaftler und Magier auf der Erde zusammengetan und haben eine riesige Stadt in einen großen magischen Ritualkreis verwandelt. In der Stadt dürften auch nur Magier wohnen. Und an einem riesengroßen Ritual haben sie einen Dimensionsbruch erzeugt zu einer fremden Welt, in der die Magie noch reichlich vorhanden ist, um dort magische Ressourcen abzuzapfen. Und ja, die Stadt ist dabei dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Stadt hieß Breachtown. Oder zumindest ist das, was da jetzt steht, die Stadt heißt jetzt Breachtown, die man neu dahin gebaut hat. Ja, alle Magier sind dabei ums Leben gekommen, aber es gab einen Dimensionsriss in diese fremde Welt. Und natürlich, wie Menschen so sind, sind sie Stargate-mäßig durch dieses Dimensionsportal durch und haben dort eine verlassene Stadt vorgefunden, deren Schilder man noch lesen kann. Da stand nämlich Malifaux drauf, deswegen heißt sie auch Malifaux, die Stadt. Und ja, haben da direkt mal dran gemacht, diese Stadt zu besiedeln. Und haben überhaupt nicht darauf aufgepasst, dass sie da vielleicht irgendwelche Leute, die da vorher drin wohnen, irgendwie auf den Schlips treten. Denn es gibt Wesen, die diese Dimension vorher schon besiedelt haben und die haben das gar nicht so gerne gesehen. Ja. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, dann könnt ihr euch gerne das durchlesen, was ich im Nordpol nochmal geschrieben habe. Für uns heute reicht es, dass wir hier vier Fated-Charakter haben. Das heißt, unsere Charaktere sind vom Schicksal begünstigt. Das heißt, sie sind in der Lage, das Schicksal auf ihre Art und Weise zu winden und zu biegen. Und ja, sie kennen auch ihr Schicksal, denn sie haben alle eine Weissagung bekommen während der Charaktererstellung. Und wären das hier nicht ein One-Shot, also nur ein Abenteuer, dann, wenn wir eine Kampagne spielen würden, dann würden wir das so lange spielen, bis sich das Schicksal der Charaktere auch erfüllt. Ja, der Herr Chosen hält es schon in die Kamera. Und das sind ganz, ganz komische Weissagungen, die ihr da bekommen habt. Und ja, ihr wisst um euer Schicksal. Und ihr wisst auch, dass ihr das Schicksal in eurer eigenen Hand habt, es zu erfüllen oder es irgendwie abzuwenden. Und ja, ihr seid alle aber noch auf unserer guten alten Erde unterwegs, aber mit dem Ziel, das Dimensionsportal zu durchschreiten oder zu durchfahren, denn das ist der übliche Weg, den man heutzutage nimmt. Die Gilde, eine mächtige Organisation, die sich nach dem großen, ja, dieser Katastrophe, dadurch, dass der Dimensionsriss eine ganze Stadt ausgelöscht hat und so, gebildet hat. Ultramächtige Organisation, hat die volle Kontrolle über alle Ressourcen, die in der fremden Dimension geschürft oder zutage gebracht werden und auch hat Recht und Ordnung in der Hand. Die Gilde hat einen Bahnhof gebaut in dieser großen Stadt, in Santa Fe, in Breachtown. Und diese
Zugstation, die sieht, wenn man sie von außen sehen würde, schon eher aus wie ein Gefängnis. Denn sie ist mit hohen Mauern umgeben und es patrouillieren schwer bewaffnete Soldaten an allen Eingängen und achten schwerstens darauf, wer alles hier raus und reinkommt. Und auch die Strecke bis zum Dimensionsbruch, die der Zug zurücklegt, ist schwer bewacht. Und ja, als unsere vier Charaktere diesen Bahnhof betreten, kommen sie sich ganz merkwürdig vor. Ja, fast schon, als wären sie selbst Verbrecher, könnte man sagen. Und man sieht nicht nur diese schwer gepanzerten und bewaffneten Soldaten, sondern auch große Roboter, die sich bewegen, mit viel Dampf abblasen in die Luft und grüne Steine überall dran montiert haben, die in grünem, hellem Grün leuchten, wenn sobald der Roboter eine Bewegung macht. Und große Gatling-Guns sind an die Arme montiert. Und ja, ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, als wäre es so, wenn ihr Robocop gesehen habt, diese großen laufenden Maschinen. Solche wird es auf jeden Fall da geben, die da herumpatrouillieren und die Menschen auch im Blick haben. Ja. Und ja, ihr habt es aber geschafft, durch alle Sicherheitsschleusen durchzukommen. Wie auch immer ihr das geschafft habt. Es wäre vielleicht ein Abenteuer für sich gewesen. Aber ihr habt es geschafft, durch alle Sicherheitsschleusen durchzukommen. Ihr habt sogar all euer Gepäck. Was habt ihr denn so bei euch? Das könnten wir gleich mal fragen sowieso. Und wie ihr generell irgendwie die Reise antretet in eine fremde Welt. Naja, ist sie doch nicht für alle ganz fremd. Für drei von uns ist sie komplett fremd. Für eine von uns nicht richtig, weil sie schon mal dort war. Aber es ist zumindest jetzt in diesem Moment neu. Und ja, ihr habt alles, was ihr mitnehmen wolltet. Sogar eure Waffen habt ihr durch die Schleusen durchbekommen. Das ist auch nicht ungewöhnlich, denn viele Menschen tragen Handfeuerwaffen hier bei sich. Auch die Leute, die den Zug betreten. Allerdings alle streng reguliert und streng nachgeguckt. Bis auf die letzte Patrone wurde alles abgezählt. Und ihr musstet ganz viel Geld blechen für eure Waffen. Und damit ihr sie überhaupt mitnehmen könnt. Es ist ein ultra heißer Tag. Euch läuft der Schweiß schon die Stirn und sonstige Körperteile herunter. Und ihr seid froh, als ihr in das Zugabteil eintreten könnt. Mit den schweren Koffern beladen. Denn hier in dem Zugabteil ist es erstaunlich kühl. Und ihr lauft durch dieses Zugabteil hindurch. Sucht euch einen Platz und ja, wie der Zufall es möchte, oder das Schicksal, wer weiß es schon so genau, findet ihr einen Platz in diesem Zugabteil, in der Mitte ein Tisch steht, also so vier Plätze um einen Tisch herum, wie man das aus unseren Zügen heute auch kennt, und sitzt euch jetzt quasi neben oder gegenüber, während auch andere Leute schon ihre Koffer verstauen über den Sitzen oder unter den Sitzen. Männer, Frauen, Kinder. Und ja, ihr sitzt das allererste Mal in dieser Konstellation nebeneinander, geh euch gegenüber. Und ja, jetzt können wir mal gucken, wer seid ihr denn überhaupt? Wer ist denn Jonathan Dean Jr.? Wer ist Russell McGregor? Wer ist Abraham Winston? Und wer ist Josephine Wheeler? Was sehen denn die Leute, wenn sie an euch vorbeigehen? Welche Koffer tragt ihr? Welche Klamotten habt ihr an? Wie seht ihr aus? Was ist eure Stimmung jetzt, wo ihr so kurz davor seid, diese Welt zu verlassen, in eine andere Welt hineinzufahren? Und was sind eure Ängste und was sind eure Wünsche? Was wollt ihr denn da drüben überhaupt? Fangt mal an. Ja. Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck darum spielen, wer anfängt? Das können wir machen, ja. Ich hätte sonst einfach angefangen. Ja, dann mach du. Alles klar. Ja, an einem sehr bequemen Platz am Tisch, entgegen der Zugrichtung, okay. Aber auf
Gangseite, nicht auf Fensterseite, da liegt der Wert drauf. Sitzt ein Ende 20, Anfang 30, ein Typ, der erste Deskriptor ist bullig. Das ist ein Typ, der ist so groß, wie er breit ist, und er ist sehr, sehr groß. Könnt ihr euch so vorstellen, so ein Basketballspieler, nur von der Form eines so Linebackers, sowas in der Form. Ich glaube, das Bild vom Gesicht hatte ich sogar mal rumgeschickt. Hast du nochmal eingeblendet für die Leute? Ne? Genau. So ein etwas falkenartiges Gesicht. Sehr, sehr geradlinige Frisur. Und trägt eine abgewetzte, offenbar nicht mehr im aktiven Dienst, eine Uniform. War anscheinend mal in irgendeiner Armee. So genau lässt sich das nicht sagen. Und dieser harte Hund, Abe Abraham, ist auf dem Weg, um sein Glück zu machen, nachdem er zwei Kriegszüge mitgemacht hat unter der Flagge seines Königs und sich gedacht hat, okay, reicht jetzt. Ich brauche jetzt mal Zeit für mich, danke. Also hat er sich gedacht, hey, warum nicht? Ab durch den Breach. Vielleicht gibt es da das Glück, das ich suche. Und deshalb sitzt er jetzt hier, angenehm überrascht von der Kälte, nachdem der Schweiß schon die Kimme runterlief, genießt er jetzt gerade einfach mal zu sitzen. Okay. Großer, stämmiger, breiter, bürstenbeschnittener, wahrscheinlich irgendwann mal Soldat gewesener Kerl. Genau, und es gibt ja immer so diese Gepäckeckchen zwischen den Stühlen, wo man so Rücken an Rücken quasi sitzen würde. Und da liegt so ein Hammer drin. Das ist diese Sorte von Hammer, die man benutzt, um Gleise zu reparieren oder Gleise zu bauen. Das ist so dieses 1,50 Meter lang, wirklich großer Kopf, wirklich gemacht, um hart zu arbeiten. Das hat er dahingestellt, braucht er gerade nicht. Aber ist griffbereit. Wer weiß schon, wann man den mal gebrauchen kann. Falls der Zug irgendwo auf dem Weg zum Breach anhält und das Gleis kaputt ist. Es kann ja sein, dass ich das Gleis reparieren muss, sowas. Kann ich wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Warum solltest du sonst mit so einem Hammer rumlaufen? Ja? Natürlich. Und generell auch Arbeiter für Zug- und Gleisbau werden in Malifaux schwer gesucht. Wa? Man muss ja die Bahnstrecke auch ausbauen, nicht wahr? Ja, klar. Ja? Völlig klar. Du hast West Frontier, jetzt ist es halt Final Frontier oder sowas. Genau, ja. Ja, wer sitzt dir denn gegenüber? Ich mach mal dann mal weiter. Gegenüber von ihm, von diesem großen, bulligen Typen, sitzt ein weiterer großer Herr, allerdings nicht annähernd breit, eher schmal gebaut. Und was halt an ihm vor allem aussieht, ist seine wieder nach hinten gegelte schwarze Frisur, so mit langen Haaren. Das Gesicht ist ein wenig eingefallen, er hat enorm starke Augenringe, wie man auf dem Bild entnehmen kann. Einige Narben zieren sein Gesicht, hat auch so einen dunklen Bart. Und neben ihm so in seinem Sitz lehnt, auch an die Wand gelehnt, so ein größerer Stab, der teilweise aus Holz und Stahl oder Eisen gemacht zu sein scheint. Was bei ihm vor allem auffällt, ist vor allem an seinem Hemd, er trägt so ein weißes Hemd, dass da immer ein gewisses Zeichen drauf ist. Das ist zwar von so einem Bullenauge, Schiffen kennt. Und der gute Russell McGregor, war, wie sage ich das am besten, Koch. Von Hauptberuf Koch, hat sich nebenbei noch ein bisschen Geld mit, sagen wir, anderen Sachen verdient. Ich habe exklusive Sachen noch verkauft als Essen. Und was will er da? Vor allem sich irgendwie ein neues Leben aufbauen, denn das mit seinem Restaurant und so, das irgendwie funktioniert. Da gab es ein paar Komplikationen und er schuldet ein paar Leuten Geld, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und
versucht sich in Malifaux ein neues Leben irgendwie aufzubauen, kennt auch ein paar Leute, deswegen kam er jetzt auch in dieses Gefängnis rein, wo der da auch mit sehr mulmigen Gefühl reingegangen ist, hat gehofft, nie in so einen Bau zu gehen. Und ja, also war gespannt, es ist kein Gefängnis, es sieht nur so aus. Und genau. Dieses bedrückende Gefühl, halt die vielen Soldaten mit den schweren, aber mit teilweise mit Gatling-Guns bewaffnet, was auch immer die hier abhalten sollen. Also, ne? Also der Krieg ist schon lange rum. Ja, und hier erst recht nicht. Und diese Roboter-Konstrukte, die man sonst auf der Welt auch nicht überall rumlaufen sieht. Was sollen die alle hier? Also, ja. Aber einen guten Koch kriegen die da bestimmt irgendwo. Ne? Kann man immer gebrauchen. Guten Koch kann man immer gebrauchen. Ne? Ja. Ja, wer sitzt denn neben dem Koch? An der neben Fensterseite. An der Fensterseite in Fahrtrichtung sitzt Josephine Wheeler, eine sehr blasse, sehr zierliche junge Frau. Alter ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil auch sie hat ein paar Narben im Gesicht, die ansonsten nicht so wirklich zu ihrem sonst eher jünglicheren Äußeren passen wollen. Sie ist komplett in Schwarz gekleidet, bis auf ein paar kleine silberne Details. Trägt auch keine offensichtlichen Waffen bei sich und hat nur einen relativ kleinen Koffer dabei. Also sie ist nicht besonders extrem ausgestattet. Sie wirkt sehr nervös. Sie guckt sich immer mal wieder um, reibt sich ihre Arme so ein bisschen, fühlt sich offensichtlich nicht ganz wohl da, wo sie ist, aber ist trotzdem auch aufgeregt, was genau sie später erleben wird. Ein bisschen zur zu Josephines Vergangenheit. Sie ist nicht wie die meisten normalen Kinder aufgewachsen. Ihre Eltern waren immer ein wenig seltsam, wie auch sie fand. Sie selber hatte auch ein wenig Angst vor ihren Eltern. Die Ausflüge, die sie gemacht haben, sind sehr häufig in sehr seltsamen Unfällen für sie geendet, mysteriöser und auch nicht so mysteriöserweise. Sie ist aber irgendwie trotzdem immer lebend dabei rausgekommen, hat aber, man könnte sagen, so ein bisschen PTSD vielleicht. Also wie gesagt, sie ist schon so ein bisschen neurotisch manchmal, erschreckt sich schnell. Ist aber sehr, sehr feinfühlig, was Magie und so weiteres angeht und Übernatürliches generell. Ihre Eltern sind eines Tages auch komplett verschwunden. Niemand weiß, wo genau sie hin sind. Und irgendwie hat sie das Gefühl, dass sie vielleicht in Malifaux sein könnte. Weswegen sie alles verkauft hat, was sie hatte. Und sich irgendwie ein Ticket für diese Bahn gekauft hat, durch die Breach durch. Ja, also gerade wenn ihr auch, sind bisher nicht die Einzige, die schwarze Klamotten trägt, gerade wenn ihr schwarze Klamotten getragen habt, also in diesem Tag hier im Westen der USA, es ist unglaublich, die Sonne hat euch echt gequält, als ihr da stundenlang vor diesem Gefängniskomplex draußen in der Schlange gestanden habt. Also, ja, ich habe auch mein Taschentüchlein ist auch schon komplett nass und mehrere Mal ausgetauscht worden. Ja. Tja, aber Gott sei Dank ist es hier ja relativ kühl. Freue ich mich auch darüber. Zugwaggon, ja. Also, obwohl man nicht irgendwie sehen kann, warum das hier so kühl ist, aber es ist kühl im Vergleich zu draußen. Ja. Aber wir haben ja noch einen Vertreter, haben wir ja noch, einen Fated gibt es noch, nämlich gegenüber von Josephine am Fenster, gegen die Fahrtrichtung, sitzt Jonathan Dean Jr. Junior. Ja, so viel Jonathan, Zeit muss sein. Ja, Junior, das ist wichtig, das ist ganz, ganz wichtig. Da hat mein Vater immer Wert drauf gelegt, dass er als Senior immer auch genannt wird als Senior und ich auch als Junior, denn ich bin ja immer noch der Grünschnabel der Familie. Neben diesem großen, bulkigen Mann sitzt kopfkleineren Person, sehr schlaksig, in seinen Klamotten gehaltener Mann. Er hat ein sehr kantiges Gesicht, sein
Hut hängt ihm so gesehen jetzt schon bis zu den Augen runter. Er probiert sich zu entspannen, trotz des langen Mantels, den er hat. Was man an ihm sehen kann, ist halt noch ein stinknormaler Lederschuhe, ein stinknormales T-Shirt, was er anhat, beziehungsweise ein Hemd oder ein Shirt, das sehr, sehr nicht mehr das Allerbeste ist, sagen wir es mal so, in diesen Worten. Er hat auch nicht das größte Gepäckstück und er probiert sich in diesem Zug sehr zu entspannen, was aber ihm nicht so ganz gelingt. Einfach aus dem Grund, dass er in einem Zug sitzt. Und Zug ist etwas Mechanisches, was Jonathan Dean Jr. nicht so unbedingt gerne mag. Denn alles, was nicht aus Menschenhand kommt, ist schon etwas merkwürdig. Alles, was so gesehen autark in seinen Augen jetzt funktioniert, ohne ein menschliches Individuum, was so gesehen den Kraftakt durchgibt, ist für ihn etwas grausig. Und so sitzt er halt sehr angespannt in diesem Zug, probiert sich zu entspannen, trotz dieser Hitze. Sonst, was man sehen kann, ist, was neben dem Hammer steht, im Gang sind ein Köcher mit mehreren Pfeilen drin. Er hat auch seinen, einen Gehstock, würde man jetzt mal so sagen, oder beziehungsweise einen etwas längeren Stock an der Wand, wo auch das Fenster ist, neben sich. Und viele würden sagen, es ist ein einfacher Gehstock. Wenn man jetzt aber genauer hinsieht, sieht man, dass es ein Langbogen eigentlich ist, wo schon, als er durch die Kontrollen ging, von vielen der Gildenwachmänner ausgelacht wurde mit den Worten so von wegen, guck mal, dieser altmodische Mann benutzt noch einen Langbogen im Gegensatz zu einer Pistole oder sowas. Das ist ja unvorstellbar. Und haben sich sehr über ihn, echauffiert, sagen wir es mal so. Deswegen auch die Laune auch nicht besser wurde, dann als er dann im Zug war. Ja, du hast einige Male den Satz gehört, den können wir zurück in die Bayous schicken. Ja, war nicht sehr schön. Was ich mir aber in Malifaux erhoffe, ist, durch meine Ausbildung bei meinem Vater Jonathan Dean Senior, als Trapper damals hier in Amerika, habe ich mich dann auch etwas durchgeschlagen und bin jetzt zum Kopfgeldjäger geworden, wo ich mir so dachte, hey, ich hatte gerade das Geld und Malifaux liegt so gesehen hier in meinem ehemaligen Gebiet. Könnte man sich mal angucken und einfach mal zuschauen, ob ich hier vielleicht ein bisschen Geld machen kann. Mal schauen, was so in meinen Kopfgeldbeutel alles kommt. Ja. Wer weiß schon, was dich erwartet, wenn du durch den Breach durchfährst mit diesem Dampfungetüm von Zug. Ja, ja, da sitzt ihr jetzt und wisst ihr jetzt, wie er aussieht, was da für Leute neben oder vor euch sitzen. Wenn ihr aus dem Fenster hinausschaut, könnt ihr reges Treiben irgendwie draußen vor dem Fenster sehen. Und die Leute klopfen teilweise irgendwie bei euch an die Scheibe von draußen und winken nochmal und dann ein kleines Kind, was hinter euch sitzt, winkt zurück und sitzt da hinter euch mit seiner Mama und der Hotney fragt, was die Bayous sind. Tja, weiß der Jonathan, was die Bayous sind? Die Bayous, das meinst du jetzt off-topic oder meinst du jetzt... Jonathan das weiß. Immerhin hat er diesen Satz ja mitgekriegt. Können sie direkt in die Bayous schicken. Also ich denke mal, er hat schon mal ein bisschen was von der Geografie und sowas mitbekommen. Und von daher wüsste er zumindest, dass es das Sumpfgebiet ist, was östlich von Malifaux ist, wenn ich jetzt die Karte richtig im Kopf habe. Genau. Ein Sumpfgebiet, wo man Trapper auf jeden Fall gebrauchen könnte, auf jeden Fall. Und wo auch die Hinterwäldlerischen sich eher ansiedeln, die nicht in der Stadt wohnen wollen, ja.
Angeblich soll es dort auch grüne kleine Geschöpfe geben, die da leben und auf Schweinen reiten. So ein Unsinn. Ja. Manchmal glaube ich auch erst, bis ich es sehe. Ja. Also ich würde ein Schwein reiten, muss ich einfach mal sagen. Also der Verdauen. Ja, und dann sitzt ihr da jetzt so und schaut euch gegenseitig an, mustert euch, schätzt euch irgendwie gegenseitig ab. Ja, nachdem ich so grob geschaut habe, wer da alles sitzt, denke ich mir, okay, ich habe meine Ruhe, mache meinen Seesack quasi auf und so ein Mischmasch an, ja, so Zahnräder, Werkzeugchen, Krimskrams, so Bastlerzeug raus und fange an, um zu basteln. Das ist so, und so auf diesem Tisch breitet sich so nach und nach so dieses kreative Chaos aus, dass ihr vielleicht schon mal in so Erfinderwerkstätten gesehen. Es gibt kein Lötkolben, was ein bisschen schade ist, aber für quasi alles andere ist da und wird, obwohl offenbar grobschlächtig, doch relativ zügig und geschickt zu dem einen oder anderen Ding zusammengesetzt oder auseinandergenommen. Und im Grunde genommen, das ist das, was Abe macht, wenn er nicht gerade ein riesiger Muskelberg ist. Und er sitzt am Tisch und puzzelt. Ich haue auch diesen riesigen Muskelprotz an, wie er mit diesen riesigen Pranken da, diese kleinsten filigranen Sachen da anguckt. Schüttel nur den Kopf und lass meinen Kommentar einfach so gesehen im Mund verstecken, indem ich einfach nur kurz den Mund... So dieses leicht diese Kinnlade runter, nur Kopfschüttel und dann wieder so gesehen rausgucke. Also Josephine ist sehr fasziniert von dem Anblick und beugt sich auch so ein bisschen vor, sich die Teile selber so ein bisschen genauer anzugucken. Irgendwann einmal ist vielleicht auch so ein Rädchen so ein bisschen an ihre Seite, an ihr Ende vom Tisch gerollt und sie pickt das dann so mit spitzen Fingern auf und guckt sich das so an und legt es dann halt wieder zurück und meint nur: Also mit sowas habe ich bisher wirklich noch nie irgendetwas anfangen können. Oh, es ist eigentlich ganz leicht, wenn man, ich sage mal, die Veranlagung dazu hat. Macht ihr sowas von Beruf aus? Ihr seht nicht so aus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe viele Jahre gedient. Ich denke, es sind mittlerweile 12. Ich weiß es nicht mehr, über 10 Jahre gedient. Zuerst als Grenadier, später in den Konstruktionsbataillons, quasi Armeeingenieur. Da kommt sowas, man lernt das eine oder andere. Interessant. Wie heißt ihr? Ach, Entschuldigung, das war unhöflich von mir. Mein Name ist Josephine und wie ist euer Name? Schön, euch kennenzulernen. Abram ist mein Name, Abram Winston. Ihr könnt mich Abe nennen. Okay, Abe. Und dann macht er wieder zu und bastelt weiter. Gibt's in diesem Zug, oder kann man ja was zu trinken holen? Denn, was weiß ich. Denn der gute Russell wäre ein bisschen genervt in diesem Gespräch. Reibt sich so die Augen und wünscht sich jetzt nichts mehr als einen Schluck Alkohol. Also du hast von außen keinen Speisewagen gesehen. Was du so gehört hast an Gerüchten ist auch, dass die Fahrt an sich nicht besonders lang dauern soll. Du hast von draußen gesehen, dass der Zug vielleicht 6 Waggons umfasst. Einer davon war wohl so eine Art Güterwaggon. Einer war auch etwas größer und dicker. Und du meinst, irgendwo sogar Gitterstäbe gesehen zu haben? Vielleicht transportieren sie da drin Tiere oder sowas? Und ansonsten sind das alles ganz normale Personenwagen hier. Also solange keiner von euch irgendwie was zu trinken mit hat, wirst du hier wohl auf dem Trocknen sitzen. Na, ich hab, also Rustle hat für den Notfall immer was dabei, aber guck ich da eigentlich nie an. Gerade wenn er die ganze Zeit da mit diesen Einzelteilen am Rumklimpern ist und das wäre auch einfach viel zu viel, dann greift er mal tief in seine innere Jackentasche und zieht so einen kleinen, aber feinen, schwarzen Flachmann raus und dreht sich so ein bisschen weg von den Leuten und nimmt sich einmal kurz einen Schluck, dreht wieder zu und probiert sich einfach zu entspannen, versucht das irgendwie auszublenden, dieses Klimperer und so, braucht er jetzt gerade nicht.
So, ja, die Fate-Karten werden gezogen, Leute. Ja. Außer bei der Josephine, kann es sein, dass du nicht mehr drin bist, du desynchron bist oder so. Synchronisieren kurz. Gucke. Sekunde. Ich glaube, ich bin im falschen Deck. Verdammt. Fake-Karten ziehen wir, ne? Seht ihr, das ist fast schon mal super cool jetzt, weil ich jetzt schon keine Decks mehr aufrufen kann. Jetzt verdammt Mist. Ich glaube, du hast gerade die Fake-Decks aufgebaut. Ape. Ja, ich glaube auch. Ups. Wie schaffen wir das? Noch mal. Nee, du musst erst discarden und dann reshuffeln. Verdammt. Discard. Ich meine sie jetzt. Moment. So. Synchronisationsfehler. Bitte halten Sie die Leitung. Ja, das ist das, was ich meinte mit dem Technik-Dings. Und die Leute schreiben, dass du gemutet bist. Ja, nicht mehr. Also, okay. Nicht mehr. Hoffe ich zumindest. So. Da kann ich jetzt wieder Leute, die Decks kann ich wieder sehen. Das ist schon mal gut. Rofend haben wir keinen. Den Hanged kann ich nicht sehen. Warum nicht? Highpriest kann ich nichts sehen. Und was haben wir noch? Death hatten wir. Death und Fool kann ich sehen. Okay. Mal synchronisieren nochmal. Und schon sind wir wieder. Ich bin im richtigen. Ich liebe dieses. Ich bin aber im richtigen Raum, oder? Ich sehe mich sogar zweimal in unserem Raum. Ja. Welcome. Das ist gut. Madness. Tatsache. Nur, dass ich das jetzt richtig mache. Ich muss von meinem Twist-Deck oder muss ich vom Fate-Deck ziehen? Nein, von Twist-Deck. Deinem Deck. Von deinem Twist-Deck. Ah, deinem. Persönlichen, okay. Da habe ich ja doch alles richtig gemacht, wollen. Flip. Der hätte denn dann vom Fate-Deck gezogen? Tja, es sieht so aus, als ob das schon mal alles nicht funktioniert hier. Das ist ja bravourös. Und kotzt mich ein bisschen an. Das war es wirklich. So. Und Fuhl und aus irgendeinem Grund habe ich jetzt zwei RAM, also 10er RAMs in meinem Deck, weil eins liegt und eins ist in meinem Discard-Ding. Mal alle mal offen machen, bitte. Meine sind offen schon. Meine sollte auch offen sein. Ich habe zwei verborgene bei mir und eine im Discard-Pile. Sorry, ich muss gerade Wessel nochmal neu starten. Das ist alles gerade kaputt gegangen. Ja, das funktioniert prima, Leute. Das erste Mal. Ich versuche es gerade einfach nochmal. Ja. Flip. Ich bin schwer begeistert. Flip. Yay. Flip. Sieht man jetzt meine Karten? Und zwar jetzt andere, als ich am Anfang gezogen habe, aber. Und. Ich sehe bei dir zwei Karten jetzt. Ne, drei. Okay. Da ist die dritte, da hat sich versteckt.
unter der anderen. Achso. Lass mich da machen, weil ich sehe. Sorry, okay. Ich sehe wie das so. Sein soll. Okay. So, der hängt. So. Und dann haben wir noch den Death. Death. Ach, wie das alles funktioniert. Ich bin begeistert. So. So, okay, jetzt können wir es wenigstens sehen. Das Fate Deck kann noch keiner sehen. Das ist zwischendurch wieder ausgefallen. Wo ist denn das Fate Deck? Da ist das Fate Deck. Und da ist es wieder. So, jetzt haben wir es so halbwegs geschafft, glaube ich. Puh, okay. Ja, also meine Spieler haben Handkarten. Jeder hat drei Handkarten auf seiner Hand quasi. Und das sind die Karten, mit denen sie ihr Schicksal, wenn sie gleich Karten ziehen müssen bei irgendwelchen Proben, quasi betrügen können. Denn sie können von ihrer Hand Karten abschmeißen, um besondere Fähigkeiten zu aktivieren, zum Beispiel, oder Trigger. Oder wenn sie das müssen, weil irgendwie ein gegnerischer Attacke oder so das fordert. Andererseits können sie auch Karten von ihrer Hand spielen, um die Karten, die sie gezogen haben, zu ersetzen und damit eine Probe stärker oder schwächer zu machen, je nach Belieben und je nach Handkarten. Ich habe kein Deck, weil ich eigentlich sehr selten Karten ziehe, wenn überhaupt. Ja. Okay. Aber dann haben wir das schon mal geschafft, ihr habt eure Karten und jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo ihr eure Klasse erst auswählen müsstet, aber da wir die Klasse ja schon bei der Charaktererstellung festgelegt haben für euch, habt ihr jetzt die Klasse, die ihr dort gewählt habt, wenn wir ein völlig neues Abenteuer jetzt spielen würden, könntet ihr an dieser Stelle jetzt eine neue Klasse wählen, denn in Through the Breach kann man für jedes Abenteuer, was man startet, seine Klasse neu bestimmen. Und man bekommt quasi in seiner Klasse Erfahrung. Und je länger man eine Klasse am Stück spielt, desto stärker wird man in der Klasse. Und wenn man dann zu einer anderen Klasse wechselt, startet man da wieder bei Null und baut das wieder alles auf von vorne. Aber du hast halt auch die Möglichkeit, vom Magier auf den Dieb zu wechseln, wenn du Bock dazu hast. Ja? Nur so als Erklärung für das System. So. Und ihr sitzt da gegenüber und am Fenster und schaut nochmal raus und seht euch ein bisschen um. Und als ihr so euch auch in diesem Zugabteil ein bisschen umseht, merkt ihr als allererstes, dass die Frau hinter euch versucht, trotzdem, dass es hier ein bisschen kühler ist in diesem Zugabteil, etwas Luft hereinzulassen und werkelt irgendwie an dem Fenster herum und bemerkt dann, dass dieses Fenster zugeschraubt ist. Mit großen Bolzenschrauben ist das Fenster, was man wohl ursprünglich mal aufkippen konnte, zugeschraubt. Und das nächste, was euch auffällt, wenn ihr jetzt an die Decke schaut und diesen Kofferverschlag, der über euch angebracht ist, betrachtet, könnt ihr sehen, dass dort sich Kratzspuren befinden im Holz. Und es sieht fast so aus, als hätte jemand mit seiner Hand fünf Kratzspuren oben in das Holz gemacht. Creepy. Ja.
ich wollte mich eben nicht unterbrechen, aber ich glaube, ich müsste noch mal in Wessel synchronisiert werden, weil wenn ich auf mein Deck gehe, dann sehe ich nichts. Wenn ich das jetzt mache, ist wieder alles weg. Okay, dann lassen wir das. Ich kann meine Karten im Stream sehen, von daher ist das okay. Ich kann auch für dich ziehen. Es ist gerade so, dass es gerade funktioniert. Ja, ich sehe schon, das ist nicht das Streaming-Tool der Wahl. No. Never touch a running system. Alles klar. Ja. Gut, ja, also ihr seht diese Sachen, die da sind und ja, ihr habt ja so ein paar Sachen auch auf den Gang abgestellt, habt ihr eben gesagt. So hier den Hammer, der so halb rausragt und den Köcher und so. Und ihr seht jetzt gerade, dass da sich jemand noch an euch vorbeidrängelt, also quasi in eurem Sitzreihe sich irgendwie versucht, einen Weg durchzubahnen. Ein etwas älterer Herr, recht mager sieht er aus. Wenn ihr in den Stream reingucken könnt, könnt ihr ein Bild auch von ihm sehen. Ansonsten kann ich euch das gleich auch mal in euer Discord reinziehen. Moment, das mache ich gerade mal. So. Und dieser Herr hat eine große Kiste, die er irgendwie zwischen seinen Armen balanciert und so halb über stolpert er über den Köcher von Jonathan. Und ja, scheint fast so irgendwie auf euren Tisch irgendwie rüber zu fallen, fängt sich im letzten Augenblick. Und ich würde gerne meine Arme ausstrecken, um sowohl meine Sachen zu schützen, als auch um ihn ein bisschen so. Ja. Und, ich bin da für dich. Ja, ja, danke. Ganz schön schwer, das Ding. Ja. Eieiei. Und, was habt ihr denn da? Er stolpert wieder weiter. Meine Ausrüstung, Berufsgeheimnis sozusagen. Passen die nächsten Kiste? Mal auf, wo sie hintreten. Es ist nicht nur ihr Abteil, da kommen auch Sachen hin, die ihnen nicht gehören. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja, wenn ihr durch die Kiste so ein bisschen anguckt, die sieht aus wie so eine alte Kleidertruhe, könnte man sagen. Hat halt irgendwie so, man sieht so ein bisschen den Saum, der innen wohl in der Kiste drin ist. Wenn man tippt, bitte kurz muten, weil das ist sehr laut. Dankeschön. Sorry. Man sieht so ein bisschen den Saum, der herauskommt aus dem Inneren, wo die Klappe so zugeht. Ein dickes Vorhängeschloss verschließt die Kiste. Ein großes eisernes Scharnier hat man davor gemacht. Und auf der Kiste drauf sind Schnitzereien, die so Szenen zeigen von alten Märchen, die ihr vielleicht kennt. Irgendwie so, ja, so Kindergeschichten. Und ja, er trägt diese Kiste halt mit diesen zwei Armen so schwer und stolpert dann an euch vorbei und setzt euch so ein paar Reihen vor euch ganz nach vorne. Und frachtet die Kiste so mit einem Wuff auf den Boden, klettert dann so ganz behende mehr oder weniger über seine eigene Kiste und setzt sich ans Fenster und schnauft erstmal laut hörbar durch. Josephine ist bei dem Krach, als die Kiste runtergeworfen wurde, erstmal ziemlich zusammengezuckt. Und glinst dann auch so rüber, was er da so macht. Ein bisschen misstrauisch. Zündet sich gerade eine Pfeife an. In einem Zugabteil, wo man keine Fenster aufmachen kann. Mhm. Ich wink ihm so ein bisschen zu und sag, könnten Sie damit vielleicht warten, bis wir angekommen sind? Hier kann man keine Fenster öffnen und... Ja, wenn Sie sich die Fenster ansehen, die sind zugenagelt. Oh, Verzeihung. Schauen Sie vielleicht auch nochmal an der Decke, da sehen Sie vielleicht auch ein bisschen mehr als nur, dass das hier zugeschlossen ist, aus gewissen Gründen. Ja,
Verzeihung! Er löscht die Pfeife sofort wieder. Entschuldigung! Alles in Ordnung, vielen Dank. Und dann sucht er selber so das Fenster an seiner Seite ab und ist dann irgendwie auch erstaunt, dass da diese dicken Bolzenschrauben in den Fensterrahmen reingeschraubt sind. Also normalerweise kann man das doch aufmachen. Wer schraubt denn sowas zu hier? Ich würde nur nach oben bei uns zeigen, dann, wo diese Kratzspuren sind. Ja. Oder würde dann ihn ansprechen mit den Worten: Schauen Sie mal hier hin. Genau deswegen. Ja, der sitzt halt zwei, drei Reihen vor euch. Was soll denn da sein? Klauenspuren. Klauenspuren? Das ist ja ulkig. Nicht Klauenspuren, Klauenspuren. Hat wohl einer seine Katze nicht im Griff gehabt, was? Die sind ein bisschen größer als eine Katze. Die sind so menschengroß. Ach was, kann ja gar nicht sein. Wer ritzt denn hier mit seinen Fingern Sachen in den Laden? Nein, das müssen sie, das, nein, 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 nein. Ja, mit einem großen Ruck setzt sich der Zug in Bewegung, während ihr noch mit ihm diskutiert. Und man sieht den Dampf draußen am Fenster schon aufziehen, den die Lokomotive von sich gibt. Und mit einem lauten Pfeifen setzt sich dann der Zug auch schneller in Bewegung. Und ihr seht halt, wie er aus diesem schwer bewachten Bahnhof herausfahrt. Seht die Umgebung von Bridgetown, Santa Fe noch an euch vorbeiziehen. Und wenn ihr die am Fenster sitzen können, wenn sie nach vorne sehen, dass der Zug so eine Kurve fährt, können sie in einem Bergmassiv den Breach erkennen, der blau-silberfarben in der Sonne glänzt. Und die Gleise des Zuges führen genau auf dieses Dimensionstor zu und euch beschleicht so ein Gefühl von: Oh, jetzt wird's ernst. Josephine lehnt sich so mit dem Ellenbogen gegen so Fenster, Lehne, was auch immer, und guckt schon so raus, die Hände so ein bisschen am Ringen. Russell greift nochmal in seine Jackentasche, holt nochmal die so flach mal raus. Der ist auch so langsam spürt, gerade in der anderen Hand seinen Stab hat, zieht ihn so an sich und nimmt nochmal einen kräftigen Schluck vorher. Mhm. Schüttelt sich einmal kurz und. Ja, hinter euch ist das Kind auch total aufgeregt und hüpft auf seinem Sitz hoch und runter und: Mama, Mama, guck mal, der Breach und so. Warum nehmen die eigentlich die Gefangenen mit nach drüben? Woher weißt du denn das schon wieder? Ich hab doch die gesehen, wie sie die eben hinten verladen haben. Ja, manche Leute benehmen sich nicht und die müssen dann in den Minen arbeiten. Das habe ich dir doch schon mal erzählt. Das ist aber nett, dass wir sie mitnehmen. Und deshalb immer brav aufessen und immer schön früh ins Bett gehen. Guckst so mit großen Augen zu dir rüber. Und wenn du so weiter gleich machst, vielleicht landest du auch gleich in den Minen. Was? Nun sei doch nicht so gemeint zu dem armen Kind. Ja, mit diesem wahnhaften Satz durchquert der Zug den Breach. Und auf einmal, als euer Waggon sich durch das Dimensionstor schleust, quasi wird der ganze Raum durch die Fenster erfüllt mit ja fast schon flüssigartigem silberblauen Licht, das sich ja wie eine Flüssigkeit quasi durch die Fenster in euren Waggon ausbreitet. Und das Erste, was ihr habt, als ihr quasi in dem Moment, in dem ihr den Breach durchquert, ist ein unglaublich schwerer, stechender Schmerz in der Schläfe. Wie ein mega starker Migräneanfall, der euch genau in dem Moment, in dem ihr gerade das Licht hereinfluten seht, ergreift. Und ihr müsst alle die Augen schließen, ihr fasst euch an die Stirn. Der Schmerz ist kaum auszuhalten. Oh, verdammt! Was ist das denn?
Da hätten die aber auch was erzählen können. Oh, das ist ja schlimmer als jeder Tag, als der härteste Whisky, den ich getrunken habe. Scheiße, Mann. Und als ihr die Augen wieder öffnet oder versucht zu öffnen, weil der schwächende Schmerz nimmt nicht ab, seht ihr, dass das ganze Abteil mit Licht geflutet ist. Ihr scheint etwas zu glitzern auf eurer Haut, scheint es sich dieses Licht irgendwie aufzusetzen. Und der Schmerz hört, wie gesagt, nicht auf. Und ihr realisiert, als ihr die Augen öffnet, dass die Menschen hinter und vor euch verschwunden sind im Zug. Was? Nur die Leute, die mit euch am Tisch sitzen, sind noch da. Und die Koffer und die Gepäckstücke der anderen Leute. Könnt ihr noch sehen. Ihr schaut aus dem Fenster und seht in gähnende Leere, in weites, blau-silbriges Nichts. Und dann macht der Zug einen Ruck und ihr habt das Gefühl, dass er sich nicht weiter fortbewegt. Was zum... Ich springe auf. Halluziniere ich gerade? Siehst du das da? Ich deute so auf so das Licht und dieses Glitzern auf meiner Haut. Ich sehe eine ganze Menge und ich sehe vor allen Dingen ziemlich vieles nicht, was ich eigentlich sehen sollte. Nein, dann halluzinierst du nicht. Könnte ein Traum sein. Klar, ich mal. Vor einigen Sekunden habt ihr noch dieses typische Zuggeräusch gehört, dieses Bewegen, dieses Knattern auf dem Gleisen. Und jetzt hört ihr nichts mehr. Nur noch das Atmen, schwere Atmen und die Fragen von euren Mitbewohnern an diesem Tisch. Und außer uns ist quasi niemand mehr im Abteil. Da. Nein. Der alte Mann ist weg. Das Kind ist weg mit seiner Mutter. Die beiden Herren, die vor euch saßen, sind weg. Aber die Koffer von denen und sowas sind noch da, ich das verstanden hatte. Genau. Okay. Ich würde gerne versuchen, in das nächste Abteil zu gehen. Mhm. Ja, du stehst auf der Schaste am Fenster. Du musst dich erstmal durchlassen. Das ist ja sowieso schon aufgestanden. Ja. Ah, nee, gar nicht. Abraham ist aufgestanden. Egal, versuche mir irgendwie durchzudrängeln. Es ist unglaublich ruhig. Hin und wieder hört man vielleicht ein Zischen von weiter vorne. Dann das Atmen der anderen, die fragen, also, was denn? Und Schaffner und so. Und was man dann ziemlich laut hört, ist ein Pochen. Pock. Pock. Okay. Pock. Fühlt man es auch oder hört man es nur? Nee, man fühlt es nicht, man hört es nur. Ein Kratzen. Von wo kommt das denn? Es kommt von weiter vorne, wo der alte Mann gesessen hat. Ich nehme meinen Hammer und gehe dahin. Ich würde auch mal meinen Bogen. Dann geht einfach, ich komme auch mit. Mein Stab und gehe auch mit. Steht ja alle schon. Geht raus auf den Gang. Und in diesem Augenmoment explodiert quasi die große Kiste, die neben dem alten Mann gestanden hat. Mit einem großen Boom! Josephine macht erstmal einen Satz zurück. Wird die Klappe der Kiste nach hinten geschleudert. Und was ihr jetzt seht, was sich aus der Kiste herauskriecht, ihr glaubt euren Augen kaum. Denn in der Kiste sind Lebewesen, die nach draußen klettern. Langsam und bedächtig. Marionetten. Holzerne Puppen, die sich von selbst bewegen und die Spielkreuze noch an Fäden hinter sich herziehen, als sie die Kiste verlassen. Und ihr hört ein kleines Lachen. Spielt mit uns! Okay. Josephine versteckt sich erstmal hinter einem Sitz.
Ich will nicht mit euch spielen. Ich hol meinen Flachmann raus, guck ihn an, guck diese Puppen an und lass den einfach fallen. Oder? Nie wieder ein Kohl. Ich tue nie wieder, wenn ich durch die Bresche gehe. Und ich schaue mir zwischen den anderen drei um. Ihr hört die auch, die Marionetten. Ja, leider. Man hört auch das Geräusch, was diese Hand, diese Spiel, ich weiß gar nicht, was der Begriff dafür ist, diese Handdinger, Strippen machen, oder diese Strippen genau machen, als sie hinter den Puppen hergezogen werden, als sie sich auf euch zubewegen. Eine sind genau vier Stück, zwei davon klettern gerade den Sitz hoch und zwei sind auf dem Gang und kriechen euch entgegen. Einer auf allen Vieren und einer irgendwie aufrecht, so ganz. Nope. Also, ich bin definitiv zu alt für den Scheiß jetzt hier. Ich nehme so meinen Stab. Also, wie weit sind die ungefähr von mir weg? Circa. Ja, wir können jetzt mal. Okay, wir müssten jetzt wahrscheinlich synchronisieren für den Haguma. Das heißt, wir müssten das jetzt mal irgendwie kurz machen. Und dann wechseln wir mal auf die Map. So. Nein, ich bin Fate Master. Und My Priestess. Oh toll, die ganzen Decks sind jetzt wieder leer. Herzlichen Glückwunsch. Es tut mir leid. Ja, machst ja nichts. Ja, cool. Und die Map ist auch leer. Also gut, wir machen das alles jetzt ohne das ganze Zeugs. Kriegen wir hin. Man merke, das funktioniert nicht. Warum ist eigentlich nur mein Deck schon wieder leer? Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Jetzt merkwürdig, weil ich habe noch alles. Also ich kann meine Karten auf jeden Fall aussehen. Ja. Ja. Also ich kann alles nicht mehr sehen und ich, ja. Oh. Vasall, liebe Freunde. So, schauen wir nochmal. Nee, alle leer. Gut. Ah, gut. Aber könnt ihr das Fate-Deck noch sehen? Ja. Und auch, was also ich zumindest wird? Also zumindest sehen, ja, aber wenn du was siehst, nicht. Ich sehe bisher auch noch nicht. Ja, ich habe gerade Synchronize auf Quali gemacht, dann hat es funktioniert danach. Ja, mach das mal bitte alle. Jetzt muss ich Rechtsklick auf Quali in der Gruppe und Synchronize. Dann sagt er, willst du was speichern? Dann habe ich gesagt, nee, und dann macht er irgendwas. Leider ist mein Deck dafür jetzt komplett leer. Ich kann auch nichts rausziehen. Ja. Also das ganze Deck ist leer. Das dürfte alle betreffen. Ja. Aber ihr könnt jetzt beim Fate-Deck zumindest sehen, dass die Karten gezogen werden. Schau gerade nach Deck. Moment, wo muss ich jetzt nochmal draufgehen und das zu realisieren? Ja, das kann ich sehen. Ja, das auf die Through the Breach Controls? Ne? Achso. Und dann hast du da ja so gesehen das Current Game. Rechts. Und dann gehst du dann auf Quali und rechts klickst und dann kannst du Synchronize sagen. Dann sagt er, willst du das Spiel speichern? Dann sagst du, nö. Aber wenn ich jetzt noch wüsste, was für Karten ich noch hatte. Sieht da gerade gar nichts. Das ist so interessant. Ach, das muss ich jetzt auch nochmal gucken. Moment. Weil eigentlich müsste ich das noch im Log haben. Also jetzt auf Safe Game gehen oder? Nein, nicht auf Safe Game. Nein, no. Also musst du nicht, kannst du machen, bringt dir aber halt nichts. Und ihr müsstet euch dann jetzt gleich mal die eure physikalischen Decks quasi nehmen. Moment, ich hab eine 9 gezogen. Und dann zieht er einfach von eurem Twist-Deck einfach nochmal. Also dann.
baut euch das kurz schnell nochmal hin und dann habt ihr das halt jetzt physikalisch vor euch, dann machen wir das so. Alles klar, gib mir eine Sekunde. Ja, ich wollte gerade sagen, dann lass mich auch nochmal gerade alle gucken. Kurz, ja. Ja, wir haben Zeit. Also jetzt von dem, gut, dass von dem, ich das jetzt auch für die andere Gruppe weiß, dass das alles nicht funktioniert. Also von dem physischen Deck jetzt ziehen? Mhm. Ja, aber halt so gesehen das Twisted-Deck daraus basteln. Ja. Ihr wisst ja, welche Karten da drin sind. Steht ja auf eurem Charakterbogen. 13. Ach ja. Ja, Moment. 1, 5, 9, 13. Machen wir es auch oldschool. 9. Ist das 8? Das war 1, ne? Ja. Ass ist 1, ja. 9 und die 5. Crow. Also das. Wo ist es denn? Bitte. Ganz vorne. Super. Zack. Crows. So, das Ass ist 1. Jetzt muss ich selber gerade nochmal gucken. Nein. Wo ist es denn da? Es sind die 13 ist. 13 ist. König, ne? Mhm. Ja. Bube ist 11. Da ja, ist genau, da. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, ich kann ja zwischendurch eins. Mal für die Zuschauer, während ihr euch dann noch irgendwie eure Decks zusammenbastelt, nochmal sagen, mit was für Karten man da überhaupt spielt. Man spielt eigentlich, kann man das mit einem ganz normalen Pokerdeck spielen. Die aus dem 1-Euro-Laden reichen völlig. Das Einzige, was sein muss, es müssen zwei verschiedenfarbige Joker drin sein, aber das ist eigentlich auch in jedem normalen, x-beliebigen Pokerdeck der Fall. Und ja, und es gibt allerdings auch ganz toll von Weird Fancy-Karten zu kaufen. Jede Menge, verschiedene auch, ja. Also könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr das so. Falls ihr dieses Vessel-Programm machen wollt, ich glaube, fürs Tabletop ist das mega cool geeignet. Für Rollenspielrunden anscheinend hat es das Problem, dass es alle paar also wenn man eine ganze Zeit lang also nicht aktiv ist, dann scheint es einen rauszuschmeißen. Das ist zumindest meine Vermutung. Und mit diesen ganzen Synchronisationssachen, das ist irgendwie nicht so prickelnd, wie ihr gerade mitkriegt. Naja. So. Bisschen davon erzählen, man kann ja auch immer noch Mali vor Ort selber spielen per Vasai. Ne? Ich glaube, das geht aber dann auch mit ein paar, dann muss man halt ein paar Controls und sowas gebrauchen. Man kann sehr viele, soweit ich auch weiß, kann man sehr viele Spiele darüber spielen. Also ich weiß zum Beispiel, weil ich ja ein großer Guild Ball-Fan bin, dass es auch ein Modul für Guild Ball gibt. Und dass man dann auch über Guild Ball, also halt Guild Ball darüber spielen kann. Okay. Ich glaube, das war auch mal so, dass die auch mal von Steamforged selber, glaube ich, mal einen Stream gemacht haben dazu. Aber ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr so gut. So, und gezogen. Wo ist denn der Araiguma? Der ist gemutet und hat kein Bild. Oh, ich glaube, der wollte sich gerade die Karten holen und sowas. Achso, okay. So habe ich das zumindest verstanden. Könnte jetzt auch natürlich falsch sein. Dann müssen wir ein bisschen warten, bis er wiederkommt. Vielleicht auch an die Leute, damit die verstehen, was ein Twisted Deck ist. Ja. Ein Twisted-Deck ist, für die Leute, die man es verstehen, sind halt 13 Karten aus den jeweiligen Pursuits, die man dann wählt, je nachdem, was man haben will. Also je nachdem, was für eine Farbe man haben will, davon ist die meiste Karte dran da und dann wird halt einfach so gesehen runtergezählt. Ja. Und jede Karte steht genau. Halt quasi für so ein bisschen ein spezielles Feld an, ich weiß nicht, Ability ist jetzt falsch, aber irgendwie, ich glaube, die Herz- bzw. Ram-Karten, wie sie eigentlich wären, sind mehr so Ordnung und mehr genau. Sowas Positives. Und die Karos sind die Masks, die mehr so
Betrug und Stealth, Deceiving und sowas angeht. Und je nachdem, was für eine Art von Charakter man hat, legt man halt Wert auf das eine oder auf das andere. Genau. Also während der Charaktererstellung macht sich quasi jeder Charakter quasi sein Twist-Deck aus 13 Karten. Das sieht bei allen anders aus. Und es gibt auch Fähigkeiten, die das Twist-Deck beeinflussen können. Und dann haben wir noch das Fate-Deck, das ist das große allgemeine Deck, das ihr in der Mitte hier unten seht. Davon wird von allen gezogen. Das heißt, man hat also auch die Möglichkeit abzuschätzen, wie gut oder wie schlecht die Probe, die man jetzt jeweils machen müsste, sein kann. Wenn zum Beispiel alle hohen Karten schon weg sind, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass man das da nicht so gut schafft. Ne? So, dann zieht euch einfach nochmal 3 neue Karten von eurem Deck und dann gehen wir dann in den Kampf. Ich halte mal meine hoch. Ja, die Leute es sehen können. Oh, da ist sogar ein Joker bei. Ist das der rote oder der schwarze? Das ist der rote Joker tatsächlich. Okay. Besonders gut. Oh, kommen die Joker auch in das Twist-Deck rein? Die kommen nicht ins Twist-Deck, genau, wollte ich gerade sagen. Du hast keinen roten Joker im Twist-Deck. Ich hab mich auch gerade gewundert. So, hä, muss ich auch noch meine Joker da rein tun? Ja, war auch gerade mein Gedanke. Sag ich gerade, okay. Die sind nur im Fate-Deck, die beiden Joker. Ja, das ist halt so gesehen das Problem. Du hast halt zwar Sachen, mit denen du cheaten kannst, ne, aber sobald ein Joker kommt, muss dieser Joker definitiv aktiviert werden. Der kann nicht gecheatet werden, soweit ich weiß. Ah, okay. Gut aus. Weil entweder passiert hier was unsagbar Gutes oder etwas unsagbar Schlechtes. Alles klar. Gut, wir sind dann jetzt in der sogenannten Dramatic Time drin, wenn ihr die kleinen Marionettenpuppen oder was auch immer es sind, angreifen wollt. Ja, bitte. So. Alle ziehen mal von dem großen Fate-Deck in Vessel eine Karte für ihre Initiative. Vom großen Fate-Deck eine Karte für die Initiative. Seht ihr, was ich gezogen habe? Ja, müsst ihr nur gucken, wer was gezogen hat. Wer war der Erste? Das war ich. Also, beziehungsweise zuerst war jemand verdeckt und danach habe ich eine geflippt. Also der rote Joker müsste eigentlich meiner sein. Okay, ja. Dann bin ich nämlich der andere, weil ich habe nämlich den schwarzen. Ja, wir machen das nochmal zurück. Das Deck war nämlich nicht gemischt, wie ich mir das... Ich wollte sagen... Oh, okay. Das war nämlich gerade ein bisschen zufällig. Dass so. Ich wollte gerade auch... Also einmal bitte... Sehr hart. Ihr könnt direkt oben die Karten-Button benutzen, dann wird das automatisch offen gezogen. Also, Dann mache ich einfach nochmal den Anfang, wenn das okay ist. Okay. Jo. Dann mache ich mal und ich habe 13 Mask. Ich kann irgendwie nicht auf das Fate-Deck gehen, irgendwie. Versuche nochmal zu synchronisieren, vielleicht. Ansonsten mache ich schon mal den zweiten. Okay. Na, jetzt. 10 Tomes. Das jetzt ist schon mal gut. Eine Insel. Eine Insel. Kann man das hier sehen? Meine 7 Tomes? Ja. Und meine ist die 2 Crows. Oh Gott. Ja. Schreibt ihr das mal kurz in den Discord-Chat für mich rein, damit ich einen Überblick habe? Na klar. So, wo sind sie denn? Da sind sie. So. Oh. Toes. Toes, okay. Alles klar. Gut, dann ist als. Wo sind meine Schreibutensilien? Dann ist zuerst dran der Chosen. Und wenn man tippt, bitte muten. So, dann ist die Lilio dran. Dann ist der Kako dran und der Araiguma und dann sind die Marionetten dran. Ach, kommen die immer als letztes? Nein, aber die haben so eine schlechte Ini.
Wow. So. Also, ich habe ja meinen Köcher. Moment, Moment, Moment. Ich muss gerade mal gucken, ob das... Genau, ihr addiert noch eure Initiative dazu, die ihr noch habt. Das heißt, kann sich jetzt noch mal ein bisschen verschieben. Oh boy. Ja, dann bin ich bei 14. Ich bin auch bei 14. Wo stand ihr denn noch mal? Moment. Auf dem, bei den Derived Aspects auf der ersten Seite. Die Grindola-Initiative, damit insgesamt 2. Yay! Hochgeschwindigkeitsfleischberg. Moment, bin da irgendwie. Erste Seite, derived unter Aspects. Den Aspects. Ach! So, ja, bleibt bei mir ist 0. Okay, dann hast du weiter 7, alles klar. Gut. Das ist die Frage, bin ich dann vor Lino dran oder bin ich dann hinter ihr? Du kannst gerne als erstes. Genau, sonst müssten wir das noch weiter ausflippen. Genau. Machen wir als erstes, okay. Okay, dann probiere ich mal Folgendes. Ihr könnt mal in dem im Regelbuch auch mal aufmachen, die Seite, oh boy. Seite 296, da sind alle Aktionen, die man sonst irgendwie auch normal machen kann, wenn ihr, also zum Beispiel Rennen, Gehen und sowas, sind alle da aufgeführt. Auch wie viele Aktionspunkte die kosten und so weiter. Man hat immer 2 Aktionspunkte, oder? Ihr habt 2 Aktionspunkte, die ihr nutzen könnt und eine Null-Aktion, die ihr, also man kann pro Runde eine Null-Aktion machen, also selbst wenn man mehrere davon hätte. So, und der Chosen beginnt. Mhm. Ich suche gerade, kann man aimen? Du kannst Fokus. Du kannst die Fokus-Aktion machen. Dann würde ich nämlich, glaube ich, die Fokus-Aktion machen und würde dann einfach mal probieren, mir zu schießen auf den Ersten, der mir entgegenkommt. Weil nämlich meine Reload-Action bei meinem Bogen ist ja 0. Und dann würde ich einen der normalen Pfeile schießen. Ja. Oder? Naja, wenn er sich bewegt, wenn er beide Aktionen bewegt... Sag mal, du machst erstmal deinen Bogen bereit, weil der war ja noch nicht gespannt. Ja, sowas, stimmt. Ne? Ja, dann... Ja, dann komm, dann mache ich so, dann scheiße ich auf den Fokus, würde ich mal sagen. Mhm. Mach meinen Bogen bereit, so gesehen. Reload-Action ist ja keine. Ja. Und dann würde ich einfach mal probieren, auf den ersten zu schießen, einfach mal. Alles klar, dann... Können wir das jetzt direkt mal gucken, wie das funktioniert? Denn du ziehst eine Karte und addierst deinen Attacke-Wert, den du hast. Mit dem mein Attack-Wert, das wären die 4 dann, ne? Das wären ja so gesehen der Archery-Skill plus dann mein Aspect, ne? Ja, und du musst gegen die Defense von der Marionette ankämpfen. Okay, dann Fate Deck werden eine Karte ziehen, weil ich nicht gefokust habe. Genau. Und da kommt die Mask 5, das heißt, da bin ich bei 9. Du bist bei 9 und die Marionette hat eine Defense von 10. Das heißt, du würdest... Cheate ich? Ja, cheatest. Ich nehme die Ram 9. Mhm. Damit und dann bin ich bei... Ja. 13. Du bist bei 13. Mathe. Auf 10, genau. Wenn ihr jetzt mal auch auf euren, ich habe euch ja so einen Fuschzettel quasi hier verlinkt gehabt, wenn ihr da mal drauf guckt, dann könnt ihr sehen, Moment, genau, den hier müsst ihr aufmachen,
dass wir jetzt einen Unterschied haben mit 13 zu 10 von 1 bis 5. Das heißt, dein Damage-Flip, den du jetzt, also du triffst die Marionette und machst jetzt einen Damage-Flip, und zwar, weil du die Marionette nicht besonders gut getroffen hast, sondern eher so im Vorbeigehen, gerade so, hast du einen negativen Flip für deinen Schadensflip. Das heißt, du siehst zwei Karten, musst davon die schlechtere nehmen. Allerdings hast du mit der Ram, die du reingecheatet hast, ja auch einen Trigger aktiviert, ne? Was ist ein Trigger, ne? Genau. Ach, du meinst den Extra-Schaden, ja. Also ich habe zwei jetzt. Ich habe nämlich mit dem Archery-Skill habe ich noch einen Trigger mir geholt, weil ich ja plus drei habe. Du musst nur einen Headshot Trigger aktivieren, ne? Ja, ja, genau. Also ich habe ja so gesehen, ich wollte es ja nur für die Leute erklären. Und zwar, wenn man einen plus drei Wert hat in einem Skill, kriegt man extra in diesem Skill einen Trigger. Ich habe in diesem habe ich mir ausgewählt die Rams, also Herzen. Mhm. Und da könnte ich jetzt sagen Headshot. Das bewirkt, dass wenn er Hard to Wound hätte, das nicht mehr benutzen könnte. Aber ich habe noch als zweiten Trigger, weil ich glaube nicht, dass der Hard to Wound hat, habe ich noch den Skill-Trigger, habe ich Critical Strike. Das heißt, für jeden Ram, den ich habe, kann ich einen Schaden mehr machen. Genau. Dann so, und das würde ich natürlich aktivieren. Dann nimmst du den jetzt und machst jetzt einen Damage-Flip, zwei Karten ziehen, den niedrigen wählen. Jo, da mache ich mal. Dann ist das eine 4. Das ist eine 4 und eine 4 ist gleichzusetzen mit schwachem Schaden. Und der Schaden von Attacken ist immer eingeteilt in leichten, mittleren und schweren Schaden. Und was ist der leichte Schaden bei dir ohne die Ram? Wären die 2. 2 Schaden plus die Ram wären 3 Schaden sogar. Ja. Okay. Und die Marionette hat 3 Schaden einkassiert. Ja, also dein Pfeil schlägt in dieses kleine Puppengeschöpf ein und bleibt da drin stecken. Und es hört ein kann man hören. Böser Bogenschütze. Du wirst gleich die Bogenschützen nochmal richtig kennenlernen, wenn du ein Ding im Kopf hast. Gut, Lilio ist dran. Lilio steht relativ weit hinten, weil sich, wie gesagt, ein wenig in Deckung gebracht hat, als sie angefangen haben, da raus zu tanzen. Ja. Sie schaut sich ihre Mitkämpfer kurz ein wenig abschätzend an nochmal, entschließt sich aber, dass sie lieber nicht sterben möchte und deswegen in Gefahr, also ihre Magie benutzt. Magie ist nicht ganz so, also häufig genug, dass es nichts so großartig Besonderes ist, aber ja doch schon was Besonderes. Also so wie ich das verstanden habe, könnte ich schon seltsame Blicke ernten, dadurch, dass ich halt jetzt Magie benutze. Mhm. Aber ich denke mir, lieber nicht als Marionettenfutter enden. Mhm. Weswegen ich mich fokussiere für einen AP und mit meinem zweiten Magic Rios, nicht Missile, Sekunde. Wie hieß die Attacke? Elemental Projectile benutze. Genau, dann muss ich auch flippen. Dadurch, dass ich gefokust bin, darf ich 2, richtig? Also, mal Magiekurs auch noch zu erklären. Es gibt einen Grundzauberspruch, den du jetzt sprechen möchtest. Das ist der Projektil, genau. Und dann lass mich kurz erwähnen. So. Also, den Grundzauberspruch gibt es, den wirkt Josephine jetzt quasi. Und dann kann man diesen Zauberspruch noch abändern durch bestimmte Eigenschaften, die man als Zauberer hat. Und ich glaube, weil du eine bestimmte Fähigkeit dafür hast, du musst diesen Zauber auch abändern. Was machst du damit noch? Terror.
machst einen Terror noch. Also der machst ein elementares Projektil. Aus welchem Element machst du den? Nur mal ganz Standard Feuer. Ein Feuerball und modifizierst diesen Feuerball. Den Feuerball so ein bisschen, dass er so ein bisschen dunkler, also so dunkelrot leuchtet und in Form eines Totenschädels auf den Gegner hinzuströmt und deswegen ein Horror-Duell mit mir machen muss. Dadurch wird der Zauber natürlich schwieriger. Genau, aber, um eins. Aber du kannst jetzt mal schauen, was musst du erreichen, um den Zauber zu sprechen? Ich muss erreichen, eine Sekunde, 5 so, 6 mit dem Terror und Tomes. Okay. Und natürlich, du musst über die Defense noch rüber von dem... Und über die Defense. Genau. Also, okay. Sie hat gefokust, das heißt, sie darf einen positiven Flip machen. Sie hat 2 Karten gezogen und darf davon die höhere nehmen. Oder diejenige, die sie möchte. Man kann auch mit einem positiven Flip auch den niedrige wählen, wenn das denn so ist. Hat eine 11 mit Buch gezogen. 11 Tomes. Das heißt 11 plus den Wert, den sie in ihrem Zauber hat. Das ist was? 3. 3 plus eine 14 Buch. Und du müsstest eine 6 Buch erreichen. Hast du somit super geschafft. Und du bist sogar über die Defense von den Marionetten drüber. Die sich ja mit ihrer Defense gegen den Zauber verteidigen. Das heißt, du triffst sie auch. Und zwar mit 14 Buch gegen die 10. Das heißt, es wäre auch ein negativer Schadensflip für dich. Das heißt, ich bin auch 2 10 und das niedrigere nehmen, richtig? Genau. Oh, da ist der schwarze Joker. Das heißt, das schwarze du machst Joker, keinen, ich mach keinen Schaden. Keinen Schaden, das heißt auch kein Horrorduell nötig. Okay. Weil das wusste ich nicht. Das triggert ja erst, wenn du Schaden machst, wenn ich das richtig erinnere. Also das kann sein, das kann sein. Ärgerlich. Schade. Aber meine Sache aus. Ja, der schwarze Joker ist weg. Schwarze Joker bedeutet Wert von 0, also und keine Suit dazu. Genau. Der Feuerball verpufft vor der Marionette. Puff. Ich schmolle. ich darf aber noch eine Null-Action machen, richtig? Ja. Dann, wer steht am weitesten vorne gerade? Wobei wahrscheinlich Mr. Fleischberg am ehesten, ne? Mr. Fleischberg bekommt eine Mew Protection von mir. Er kriegt Magical Protection plus 1. Wenn er Schaden bekommt, dann wird das um 1 reduziert. Wobei, nein, gar nicht, ich muss ziehen. Ich muss eine Karte ziehen und Karte ziehen. Davon hängt ab, wie viel. Genau. Ist das ein Zauber? Das ist aber sehr lieb von dir. Das ist von meinem Dabbler. Ah, okay. Ein Zauberspruch, das ist die erste Fähigkeit, die ich von meinem Dabbler habe. Wer hat da gerade gezogen? Ich war das. War das nicht richtig? Nee. Achso, muss ich noch gar nicht. Sorry. Zuck. Aber jetzt wissen wir, was gleich gezogen wird. Ja. Gut. Ja, also der Araiguma kann sich da mal merken, dass er diesen positiven Effekt auf sich liegen hat. Jawohl. Quasi gebufft wurde. So. Yeah. Und als nächstes ist der gute Russell McGregor da dran. Ja, noch ein bisschen verwundert von diesem rotfarbenen Totenschädel, der wahrscheinlich von hinter mir gerade kam. Bring mich kurz um. Und ich hasse Marionetten und nimm mal diesen langen Stab, den ich habe, beide Hände und würde den. Quasi einer der Marionetten, die quasi zu mir gerade laufen, im Golf-Style einmal versuchen wegzuschlagen. Ja. Ja, genau. Dann mache eine Attacke. Muss eine Karte ziehen und deine Attacke-Wert addieren. Ja, wir wissen alle, was kommt. Es ist eine 12 Ram. Warte. Heavy Melee. Das ist ja Rating plus Aspect, das ist bei mir 5. Ja, also hast du 17 Ram erreicht, das ist definitiv über 10, was du gegen die Marionette brauchst. Du hast einen Unterschied von 7 und wenn ihr in euren Cheat guckt, dann hast du keinen Modifier für das Ganze. Das heißt, du darfst eine Karte ziehen und die darfst du auch benutzen und du darfst sogar cheaten, wenn du magst. Ja. Heißt wieder von Playtech eine ziehen, ne? Eine ziehen für den Schaden.
aufdecken. Wow, das ist schwerer Schaden. Ich denke mal, das musst du nicht cheaten. Nee. Gut. Ich glaube, ich lasse das mal so. Alles klar. Schwerer Schaden sind bei deinem Hammer? Ne, ist kein Hammer, ist einfach nur ein Stuff. Ist ein Stab, ja. Genau, ist ein Stab. 4. 4 Schaden. Hast du denn die Marionette angegriffen, die den Pfeil in der Brust hatte, oder eine andere? Wenn das die war, die am weitesten vorne stand, ja. Wenn nicht, dann habe ich mir die andere. Ja. Dann würde ich sagen, ist das eine andere. Und ja, du machst in bester Baseball-Manier, schlägst du nach dieser Marionette, die sich da gerade nach vorne gewagt hatte. Und ja, sie prallt, es macht ein großes Knack, als es der Stab auf die Marionette trifft. Und sie fliegt einmal quer durch das Zugabteil, prallt gegen die Decke, macht nochmal ganz laut Knack und fällt dann zu Boden und rührt sich nicht mehr. Ja, ich schaue ihr nochmal so nach mit so einem... War gut. Home Run! Ja. Gut. Ich hasse euch Viecher. Womit wir bei dem anderen Koloss wären, mit seinem Hammer, dem Abraham Winston. Ja. Genau. So, vor dir im Gang ist jetzt diese eine Marionette mit dem Pfeil und auf den Lehnen neben dir sind noch zwei, die über die Lehnen klettern. Also, ich denke mal, im Gang stehe ich ja schon im Weg, das ist kein Problem. Ich denke, ich fühle mich da gerade inspiriert und möchte jetzt mir einmal so diesen schicken Hammer benutzen, um so einen richtig, auch so einen richtig schönen Softball-Abschlag zu machen. Und meinen dicken Hammer ordentlich einzusetzen. Mhm. Gegen die mit dem Pfeil oder gegen eine von den Lehnen? Gegen eine von denen, die über die Lehnen klettern. Alles klar. Dann attackiere mal mit einem Flip. Ich attackiere mit einem Flip. Perfekt. Eine 12 Maske plus deinen Wert in deinem Hammer-Skill. Mein Wert in diesem Hammer-Skill ist eine Rating 3, Aspect 3, das heißt insgesamt 6. 18. Genau. Hast du einen Trigger für den Hammer, der eine Maske hat? Nein, ich habe einen Trigger für Tome. Möchtest du vielleicht dann cheaten, dass du das Tome cheaten hast? Also ich habe auch kein Tome auf meiner Hand. Schade. Okay. Ja, dann lassen ich habe Masks und Ramps auf der Hand. Dann lassen wir es bei der 18. Und 18, okay, gegen, 18 gegen 10 ist tatsächlich kein Modifier-Flip. Also eine Karte ziehen. Yes, sir. Und das ist wieder schwerer Schaden. Oh, die ganzen hohen Karten gehen jetzt raus. Schwerer Schaden gegen die Marionette. Und das macht der Hammer an schweren Schaden? Das ist der dritte Wert, ne? Ja. Das ist eine 6. 6 Schaden. Das heißt, beschreib mal, wie du diese Marionette mit deinem Hammer bearbeitest. Und, ja. Ja, also da gibt es quasi diesen ganz, ganz klassischen... Er hat diesen Hammer so halb vor sich. Sieht ganz, so ganz weit da hinten. Diesen wuchtigen Schlag. Der gerade so über den... Also er versucht halt so über die Lehnen zu kommen. Schafft es aber nicht so ganz rum und reißt halt so das oberste Fünftel von den Lehnen halt mit, kracht da durch und trifft dann aber auch mit dem Hammerkopf genau auf die Brust von der Marionette, die einfach so ein bisschen platzt und einfach ganz weit nach hinten fliegt. So, am Hammer ist dann noch so Holzreste und die Marionette ist halt so ganz weit weg. Jawohl, alles klar. Ja, die ist hin. Zwei Marionetten sind noch da, die mit dem Pfeil in der Brust stürzt sich auf Abraham, weil der ja jetzt vorne gestanden hat bei seiner letzten Aktion. So, und das Besondere ist, wenn der Spielleiter attackiert, die Gegner in diesem System treffen immer. Oh Gott. Allerdings, haben sie... das Problem, dass ihr euch ja verteidigen könnt, denn ihr habt einen Defensivwert ja trotzdem. Und ihr könnt mal, du kannst jetzt, wo es dich attackiert, mit seinen kleinen hölzernen Fäusten bearbeitet. Ja.
Kannst du mal einen Flip machen vom Deck? Yes, sir. Ich hätte einen König geflippt. Ja. 13 Tomes. Das heißt, diese hölzernen Fäuste werden vor dir so Luftlöcher schlagen. Sehr gut. Ich fühle mich sehr gut. Ja, perfekt. Haben wir damit jetzt eigentlich schon alle Könige aus diesem Deck? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Das ist, ach du Scheiße, was macht ihr eigentlich? So. Ja, die zweite Marionette, achso, die eine kann auch, glaube ich, noch was machen. Ich muss mal gucken. Hat eine Nuller-Aktion. Ah, sie hat nochmal, sie kann nochmal zuhauen. Das ist eine Einser-Aktion. Ah, nee, sie ist nach vorne, hat geschlagen und kann jetzt eine Nuller, ja, sich zwei Yards wegbewegen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. So. Ich habe 3 Yards Reichweite, das ist. Genau, das würde sich nicht lohnen. Alles klar. Gut, die nächste Marionette, die da über die gerade so hochgeklettert ist auf die Lehnen, nutzt zuerst ihre Nuller-Aktion, um sich 2 Yards zu bewegen. Damit ist sie nämlich dann direkt im Nahkampf mit dem Abraham und muss sich dann nicht erstmal noch bewegen und schlägt dann zweimal hintereinander zu. Mach mal einen Gartenflip. Okay. Flip. Eine 1. Plus dein Defense-Wert. Das sind 2, also insgesamt 3. Und ich habe noch irgendwie Verteidigungsbonus von Zauberei von Lilian. Ja, das ist, Moment, ich muss gerade nochmal gucken, ob wir das hier auch richtig machen. Mhm. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwie was Falsches beibringe. Um sicher zu gehen, schaue ich das nochmal nach. Na, das PDF hakt etwas. So. Na, ich finde es gerade auch so richtig mal ein bisschen. So, Fade-Punkte, jawohl. Okay, alles klar. Das ist anders. Okay. Was hattest du für eine Defense nochmal? Also es war ja dieses Imbue Protection vom Dabbler. Und wenn ich das richtig lese, dann kriege ich jeden Schaden, den ich kriege. Nee, was du für eine Defense hattest, meine ich. Achso, normale Defense plus 2. Also insgesamt 3 mit dem Flip von 1. Okay. Ja, dann hätte er eigentlich getroffen. So, mit der ersten Attacke. So, und dann kommt jetzt hier ein Damage Flip. Und zwar, weil du nicht so viel auseinander bist, ein. Negativer. Yay. Aber der rote Joker wurde geflippt. Das heißt, der wird immer genommen. Joker werden immer genommen. Ist leider, ja. Ja, ist leider so. Der rote Joker macht Schaden schwer plus ein plus nochmal extra den schwachen Schaden. Oh Gott. Aber du kriegst ja jetzt mindestens, kriegst gleich eine Schadensverminderung ja noch von dem Zauber, den Josephine auf dich gelegt hat. Zum Glück. Ja, ich gucke jetzt gerade erstmal nach, was die kleine Marionette denn an Schaden macht. Die kleine Marionette macht an Schaden mit ihren kleinen hölzernen Fäustchen. Macht sie 1, 2, 3 Schaden. Das heißt, du kriegst 4 Schaden insgesamt. Und jetzt macht Lidio nochmal einen Flip für ihre. Du bist gemutet. Wie gesagt, ich habe mich gerade verlesen. Ich muss eine discarden. Ich nehme an, dann aus meinem Felddeck. Achso, und ja. Nicht flippen. Mhm. Dann musst du das aus dem discarde meine 8 Masks. Mhm. Und der kriegt dadurch. Also 2 Schadensreduktionen. 2 weniger Schaden, okay.
Das heißt, du kriegst jetzt immer noch 2 Schaden minus deiner Rüstung. Was hast du eine Rüstung an? Ich trage tatsächlich ein Stück Rüstung und zwar Trail Gloves. Also ich habe so Panzerfäustlinge. Ja. Ich muss aber noch mal schauen, was die machen. Ich meine, es wäre ein Stück Rüstung, was eine Rüstung gibt. Dann darfst du den einen Rüstungspunkt noch abziehen. Ja, Trail Gloves habe ich auch. Das heißt, das ist ein Armor, das ist ein Light Armor Ding und dadurch kannst du 1 abziehen. Also okay, hast du einen Schaden bekommen. Alles klar. Ich habe mir den kleinen C verrenkt oder sowas. Mhm. Ja, ich habe wo schreibt man das auf? Gibt es da was, wo man das aufschreibt? Oder? Kannst du auf dem Blatt notieren, dass du einen Schaden bekommen hast. Kannst du auch einfach das so machen, dass du hier bei den Wounds einfach, wenn das ging, ja, ja. Kannst du ja hier so einen Strich. So mache ich's. Mhm. Ja, oder so. Okay. Dann ist der zweite Faustschlag von der anderen Faust von dem kleinen Hausti. Oh, das hört ja gar nicht mehr auf. Der dich gegen deine Defense auch trifft mit einer 9. Und jetzt kommt der Damage Flip von na 9 ist immer noch negativ. Das ist Weak Schaden, ein Schaden, der durch deine Rüstung komplett negiert wird. Okay, das freut mich. Ja. Muss auch Lilio wieder keine Handkarten abschmeißen. So, dann sind die Marionetten durch und der Chosen ist wieder dran. Selbe Leier, nur heute mal mit dem anderen. Weil ich habe ja nur 5, ja gut, ich habe ja noch 4 normale. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal so, klapp mal nach und schieß mal auf den, der so übel unseren Ape getroffen hat. Mhm. Erstmal. Und mach ja, aber auch. Das Problem ist. Und eine weitere Sache ist, die sind beide gerade im Nahkampf. Und das heißt, negativer Flip. Wenn du in den Nahkampf hineinschießt, müssen wir beide eine Karte ziehen. Und die höhere Karte davon wird getroffen. Also ich und du, die wir beide im Nahkampf sind. Genau. Wie läuft das? Zieh mal eine Karte. Okay. Ich habe eine 6 Crows. Und ich habe eine 4, das heißt, du wirst getroffen von dem Pfeil. Oh, entschuldige, Mann. Jetzt kann man nämlich auch sehen, dass man auch negativ cheaten vielleicht auch ganz gut wäre. Jetzt einmal die Attacke, bitte. Ja. Dürfte ich da auch cheaten? Oder? Es geht ja gegen deine Defense. Ah, okay. Also da habe ich tatsächlich jetzt 3 Defense. Das würde ich dann auch gerade so wegstecken. Nein, das Problem ist ja, ich habe einen Angriff von 4. Ach stimmt, du hast ja Ultra-Skill. Ja, schwarzer Kirche würde trotzdem noch treffen. Das heißt, du triffst ihn. Oh, ja. Es tut mir so leid. Ist okay, mit 6 gegen, ist glaube ich, ein negativer Flip. Ich denke mal, dass du Critical Strike nicht aktivierst. Nein. Das ist sehr nett von dir. Ich finde das sehr sympathisch. Ich finde, das ist sehr kollegial. Okay, es ist nur ein Schaden, den du bekommst. Ein Schaden, ja. Ja, also halt schon mit deiner Armor abgerechnet. Alles klar. Okay, dann steckt mir jetzt ein links von der Niere ein bisschen nach oben, weißt du, so. Ja, unangenehm. Ich wollte eigentlich auf den Kopf von diesem Ding zielen. Ja, schieße, ja. Aber bemerke halt und verziehe einfach so gesehen den Bogen im letzten Augenblick. Und es passiert einfach genau das, was ich nicht wollte, nämlich, dass du jetzt auf einmal so einen Pfeil im Rücken hast. Und dann ich so... Mist! Ah! Ja. Verdammte Scheiße! Sehr schön. Ist wieder Krieg! Alles klar. Du hast noch eine 2. Aktion. Und eine Nuller hast du noch. Scheiße. Chosen. Die andere ist mit ihm ja auch engaged, ne? Ja, also die hängen ihm beide quasi so. Warum? Was will dieses Deck von mir? Es hasst mich, unsagbar. Sei froh, dass du keinen Flammenwerfer hast. Ja, genau. Das reicht.
Ja, oder weil mit dem Flammenwerfer könnte man Folgendes machen. Du könntest auf Abraham drauf zielen und mit dem Blastschaden von dem Flammenwerfer die Bajonetten treffen. Ich halte diesen Plan für nicht ausgereift. Ja, okay. Wenn du einen guten Tank hast, der hohe Rüstung hat, kann man den gut dazu sowas benutzen. Das hat er ja noch nicht, das ist doch das Problem. Nicht. Oh, also das könnte ich denn jetzt so als Nuller machen? Das ist halt das Problem. Nachladen. Direkt wieder nachladen. Nein, das Problem ist ja, ich muss. Es gibt keine Nachladeoption bei diesen Dingern. Nachladen existiert gar nicht, weil du ja nicht mal irgendwie was machen musst. Das ist ja das Lustige an der Geschichte. Deswegen. Ah, scheiße, es ist so viel raus. Nimmst du es mir über, wenn ich dich nochmal abschieße? Also, ich sag mal so. Wenn du mir noch eine Wunde machst, dann bin ich bei 3 von 5 Wunden und ich würde gerne nicht an 4 Marionetten sterben. Vor allen Dingen würde ich ungern von hinten von meinem neuen Freund über den Haufen geschossen werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, sei froh, ich habe die normalen genommen, die normalen Pfeile. Ich habe noch diese komischen, Dinger. Ja, ja. Diese Barb-Dinger, diese Barb-Arrows. Das heißt, immer wenn du dich bewegst, hättest du auch nochmal Schaden bekommen. Weiter geht's. Okay, okay. Entscheide dich. Ah, ich glaube, ich lasse die andere Aktion droppen. Ich mache nichts mehr. Alles klar. Gut, dann ist Lilio dran. Ich fokussiere mich nochmal, denke mir, okay, nächstes Mal wird es anders laufen. Dieses Mal benutze ich, also ich mache wieder Elemental Protect Teil, diesmal aber mit Electricity. Electricity sagt. Ich muss nicht random auswürfeln, wen ich treffe, obwohl es ein Nahkampfangriff ist. Sehr schön. Erhöht dadurch leider aber den Wert um 3, den ich erreichen muss. Aber machen wir es einfach mal. Ich fokussiere mich wieder erstmal für eine Runde. Ja, also für die eine Aktion fokussieren, für die andere Runde den Zauber sprechen. Genau. Das ist eine Zauberin nach meinem Geschmack. Die 6 plus 3 heißt, ich muss auf 9 kommen, ich habe 9 bekommen, also muss ich die 9 übertrumpfen oder muss ich die 9 erreichen? Du musst die Defense, also für den Zauber. Defense ist sowieso noch okay, egal, dann schmeiße ich meine 9 Tome aus meinem Feldwerk raus. Ja, okay. Das heißt, ich habe die Defense überschritten. Und 9 Turm plus dein Wert von 3 ist wieder ein negativer Flip, leider. Ja, hast du einen Turm-Trigger für den Zauber? Nein. Okay, also negativer Flip für die, ja. Welche von den Marionetten hast du denn angegriffen? Da war eine, die schon den Pfeil drin hatte, oder? Ja. Dann nehme ich die. Okay, alles klar. Schwer, dieses also leichter Mal Schaden für die Marionetten? Leichter Schaden, also 1. Ein Schaden. Aber ein Schaden, aber Armor wird ignoriert wegen Electricity. Aha, okay, dann stirbt diese Marionette an deinem. An einem sausenden Elektroblitz. Der sich so um Abraham herum schlingelt und genau die Marionette. Durch die Beine. Trifft. Durch die Beine durch. Und die Marionette einmal verkokelt und sie fällt so. Eine Zeitlupe so nach hinten rum weg. Mein neuer Name ist Chad Thundercock. Okay. Nicht, wenn ich was dagegen sagen darf. Das ist so die mein hast du noch? Thundercock überhaupt. Die lasse ich aber dieses Mal. Okay. Also keiner. Dann ist Russell McGregor noch dran. Ja, wie viele Marionetten gab es jetzt noch? Eine ist noch im Nahkampf mit Abraham. Ja, erstmal gucke ich ganz erschüttert nach hinten so zu unserem Bogenschützen. Was zum Teufel macht ihr denn da? Und dann gehe ich zur nächsten Marionette und probiere wieder schön Klaps zu geben. Ja, das Gute ist, mein neuer Name wird Nahkampf Mad-Eye sein. Musst du nicht random machen, nur beim Schießen. Das heißt, perfekt. Da bin ich aber dankbar. Wieder 2. 2 Karten? Eine Karte für den Angriff. Ne? Ach so. Eine Karte. So. Die 9 dann, ne? Ist dann. Ja, genau.
Plus? Moment, das waren 5, glaube ich. Ja, 5. Sind 14. Sind wir 4 auseinander. Das heißt, ein negativer Flip für den Schaden. Es sei denn, du möchtest von deiner Hand höher cheaten, damit du noch einen Straight Flip kriegst oder so. Was bräuchte ich denn dafür nochmal? Also du brauchst, um einen Straight Flip machen zu dürfen, brauchst du einen Unterschied von 6. Also müsstest du auf 16 kommen. Wenn du nicht gerade einen Buben oder eine Dame auf der Hand hast. Nee, lass ich so. Alles klar, gut. Dann ein negativer Flip. So, der 2 und dann den Flip. Oh, 2 meinst du wieder. Sehr schön. Gute Auswahl. Ja. Zweimal schweren Schaden. Also einmal, ne? Also einen davon nimmst du und du machst ja fast 5 Schaden oder so, ne? 4. 4, ja. Dann beschreib mal, wie du die letzte Marionette durch den... vielleicht stampfst du sie in den Boden oder so. Ich schaue auf jeden Fall erstmal komplett erschrocken zu diesem Bogenschützen oder so. Was zum Teufel macht ihr denn da? Und schaue erstmal so zu ihm, währenddessen schon mein Stab so geschwungen und wie er es auch vorhin mit seinem Hammer so perfekt vorgemacht hat, aus der Hüfte quasi drehend einmal zack auf den Kopf der Marionette und man hört wahrscheinlich auch ein lautes Knack. Ist einmal durch. Sehr schön. Das ist der Moment. Ich nehme einen kleinen Moment und stelle fest, okay, ja, akute Bedrohung ist vorbei. Mhm. Ich drehe mich um, stelle meinen Hammer beiseite, gehe zu dem Bogenschützen und drücke mich an. Ich habe den Namen wieder vergessen. Jonathan. Und gebe ihm eine Backpfeife. Au! Guck, wo du hinschießt. Kleines Objekt, großer Mann daneben. Möglichkeit besteht, dass großes Objekt getroffen wird. Ja, dann lass es doch sein, Herrgott. Und ich guck mir so eine der Marionetten an. Ja, ich muss mein Lazarett suchen. Ja. Ihr dürft euch jetzt von eurer Fate Hand, die ihr gerade habt, dürft ihr beliebig viele Karten abschmeißen, die ihr wollt, und dürft alle komplett dann wieder auf 3 hochziehen. Beliebig viele abschmeißen. Die du nicht haben möchtest und dann komplett wieder auf 3 hochziehen. Ich habe noch kurz eine Frage und zwar habe ich eigentlich einen Trigger, der sagt, wenn ich ein Magie-Duell verliere, darf ich eine Karte ziehen. Mhm. War das, was ich da mit dem schwarzen Joker gezogen habe? Das war ja kein Schaden. Also das war kein, das war das, ja, okay, das war halt die Frage. Ja. Okay, also zählt das nicht. Es geht nur um den... Mhm. Treffe ich oder treffe ich nicht? Okay, genau. Alles klar. Aber du darfst dann, es auch auf 3 Karten wieder hochziehen. Mhm, ja. Dann lege ich 2 von diesen Karten ab und behalte den König. Ja. Und nehme 2 neue, als da wären. Ein Tome und ein Crow. 3 und 8. Da habe ich gute Upgrades gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Definitiv. Ich schmeiß von meinen Karten einmal die Tome 2 ab. Und ziehe dafür eine Mask 4. Oh, ja. Alles klar. Ich habe meine 5 behalten und 2 neu gezogen, einen Königturm und ein Herz 6 Mask. Und Jonathan? Ich glaube, ich lasse einfach meine beiden Handkarten noch. Du kannst wieder auf 3 hochziehen, ne? Dann gucke ich mal, was ich noch ziehe und ich habe meinen König Ram. Perfekt, läuft. Ja. Geil! Jetzt, wo die Anschuldigungen in diesem Abteil irgendwie verklungen sind, ist es wieder ruhig in dem Abteil und ihr hört nur die jeweils anderen mehr, mal weniger schwer atmen. Und das Einzige, was jetzt euch überrascht, als ihr hier noch rumsteht, ist auf einmal ein Geräusch, was vom Wagen hinter euch kommt, und zwar ein Schrei. Wahrscheinlich ein Mann, Josephine, der da gerade geschrien hat. Josephine war gerade dabei, sich so ein bisschen die Stirn abzutupfen. Und ist jetzt noch ein bisschen nervöser, weil die Leute hier jetzt auch wissen, dass sie zaubern kann. Ja. Erschreckt sich aber bei dem Schrei
und wendet sich aber zu den anderen, weil sie gerade nicht genau weiß, ob sie diesen Raum jetzt verlassen möchte. Mhm. Also, Abe streckt sich ein bisschen, greift dann so hinter sich, packt den Pfeil, atmet einmal kurz durch. Was, kann ich den Pfeil wieder haben? Also ich würde jetzt einen mit denen machen. In einer Hand. Und okay. Dann nehme ich mir ein Hemd und eins meiner Hemden und binde das fest um die Wunde, damit die nicht nachblutet. Mhm. Und dann kralle ich mir meinen Hammer und sage, ich gehe mal gucken, was da los ist. Ja. Im Vorbeigehen nicke ich Josephine noch zu. Danke für die Hilfe. Und gehe weiter. Darf ich, obwohl es nicht Dramatic Time ist, trotzdem einen Imbue Protection irgendwie auf ihn machen oder sowas? Ja, klar. Mhm. Dann würde ich das gerne tun. Mhm. Das kommt bestimmt noch. Ja. So, wenn du davor gehst, hast du den Skill Notice? Nein. Okay. Ich bin ein dummer Junge. Dann mach mal mit deinem Cunning-Wert nur einen Flip. Mhm. Minus 1. Mhm. Ja, schaffst du nicht gegen die 9. Das heißt, du gehst einfach nur nach vorne und schaust nach. Das ist übrigens die Tagline von dem Charakter. Du gehst einfach nur nach vorne. Ein Schritt vor den anderen. Das ist schön. Okay. Ja, du öffnest die Tür zum hinteren Waggon und sofort wirst du wieder, also dass du die Tür öffnest, weil zwischen den beiden Waggons ist ja Freiraum quasi. Mhm. Und zuerst, also als du die Klinke runterdrückst von der Tür, überlegst du kurz eine Zeit, soll ich jetzt wirklich die Tür aufmachen? Wer weiß, was zwischen den Welten, ob es da Sauerstoff gibt oder so. Entscheidest dich dann aber dafür aufzumachen und bist froh, dass du atmen kannst, als du irgendwie die Tür aufmachst und dass keine irgendwie Sog oder sowas entsteht. Und du öffnest die Tür zum nächsten Waggon und beeilst dich, als du nämlich durch das kleine Fenster, was in dieser Tür halt ist, ein helles, grelles Licht sehen kannst. Du öffnest die Tür und siehst, dass in diesem Waggon die Sitze, also was bei euch Sitze waren, ersetzt worden sind durch hölzerne Bankreihen, die mit Ketten versehen sind. Ah, vor dir an der Tür liegt eine qualmende Leiche, die so aussieht ungefähr wie die letzte Marionette, die durch diesen elektrischen Zauber irgendwie von vor deinen Beinen weggebrutzelt wurde. Nur, dass es ein Mensch ist. Der Körper, der vor dir liegt, kokelt noch leicht an und du riechst so ein bisschen diesen Duft von verbranntem Fleisch. Und diese Leiche hat eine Gildenuniform an. Und du blickst in diesen Raum hinein, also in diesen Waggon, und siehst im hinteren Bereich einen Mann, der angekettet ist mit beiden Händen. Der hat keine Haare, hat eine Glatze und eine Tätowierung irgendwie über die Stirn. Und seine Augen leuchten mit diesem weiß-bläulichen, silbrigen Dimensionsschein von innen heraus und man sieht so noch leichte Funken, die über seine Hände sprühen. Und er ist angekettet? Er ist angekettet, genau. Ich mach die Tür wieder zu und gehe. Okay, du gehst wieder raus. waren keine Menschen. Das ist der einzige Typ, der da war, der war tot und der andere ist angekettet. Ja, der andere ist angekettet, genau. Das ist nicht mein Job. Die anderen sehen dann quasi, wie er rausgeht und wieder rein zurückkommt. Das ist so. Alles in Ordnung. Nope. Ich guck ihn an, so, was hast du denn da gesehen jetzt? Was ist denn da hinten? Was war denn?
Ihr habt mitbekommen, wir haben einen Gefangenentransport. Ja. Anscheinend war mindestens einer der Wächter und mindestens einer der Gefangenen auch noch da, im Gegensatz zu allen anderen Menschen, die anscheinend verschwunden sind. Und der Gefangenentransporter, der Gefangene hat ungefähr das gemacht, was Josephine vorhin mit der Puppe gemacht hat, aber halt mit dem Wärter. Aber er war auch angekettet, also dachte ich mir, hey, muss ich mich nicht drum kümmern. Das kann jemand regeln, wenn wir wieder... Ich gucke ihn so an, angekettet, ja. Meine Magier, weiß schon, was die... Ich gucke auf... Zeig auf sie einfach nur so. Du weißt, ja, was sie gerade getan hat und was er gerade getan hat. Indem er angekettet ist. Ja, aber wenn er schon mal angekettet ist, dann muss er wenigstens, vielleicht muss er mehr zaubern. Vielleicht kann er gar nicht zaubern, um sich zu befreien. Ich bin da... Lassen wir die Dinge erstmal ihren... du kannst ja gerne gucken gehen. Vielleicht könnte dir dein Bogen helfen. Dann könntest du den mal konstruktiv einsetzen. Ich stehe da noch mürrisch da, gucke auf meinen Bogen, gucke auf ihn. Da schießt man einmal daneben und es wird immer auf einmal herumgesackt. Oh Mann. Zumindest ist so wie ich die Sache sehe. Das ist eine hundertprozentige Nicht-Trefferquote. Ganz genau, was sie sagt. Na, schauen wir mal, ob ich besser bin. Ich habe getroffen, ich habe den ersten getroffen. Stimmt, du hast recht, ja. Ja. 50-prozentige Nicht-Trefferchance. Sorry, da war ich jetzt. Der Typ kann sich nicht bewegen, das heißt, da kann ich vielleicht trotzdem treffen. Egal. Fällt mir da irgendwas auf, als ich die, Marionetten mal mir angeschaut habe? Die also mit meinem Stab mal so umgedreht und so. Ja, die sind halt ganz normale Marionetten, würdest du sagen. Also eine ist ziemlich angekugelt, der Rest ist ziemlich in mehrere Teile zersplittert, aber... Aber ja, sonst sind die okay. Ich würde sagen, es waren mal ziemlich normale Marionetten, ja. Dieser Waggon mit dem Gefangenen, das ist quasi der letzte Waggon? Mhm. Okay. Und ich kann ich da irgendwie reingucken durch so ein Fenster? Kann ich den irgendwie beobachten? Ja, du kannst durch so ein kleines Fensterchen, ja, wo du eben das Licht durchgesehen hast, kannst du durchgucken. Ja. Ja, der dann zieht und zerrt halt so an seinen Fesseln. Du hörst so ein dumpfes so, hallo! Ach du Scheiße! Ich bin ja nur mal in dem Metier vielleicht ein bisschen vertreten. Ich kenne mich ja mit der kriminellen Schicht ein bisschen aus, wenn der in dem Waggon war. Kenn ich den zufällig? Nee, das... Kennen tust du den nicht. Charlie. Oh. Mir fällt gerade was ein. Ich sehe den ja jetzt Wetten auch. Ich habe ja, dadurch, dass ich Mercenary bin, habe ich ja diesen komischen Trait bekommen, dass ich Leute sehen, also Leute identifizieren kann. Ja. Oder beziehungsweise Leute, die einen Steckbrief haben. Hat der Typ einen Steckbrief? Ja, er hatte mal einen. Du erkennst den als einen gesuchten, also das ist schon eine Weile her, als gesuchten Dieb und Mörder. Ja, natürlich. Ich guck den an, also ich sehe den und ich so, ach Scheiße. Ach, so ein Typ. Kennst du den? Steck... Nee, also indirekt. Ich hab den mal auf dem Steckblatt gesehen. Also mit Grund dahin. Besuch für Mörder und wegen Diebstahl. Und solche Leute transportieren die zusammen mit kleinen Kindern. Na gut, er ist ein Ketten. Hat dem Wächter nicht viel geholfen. Ich wollte gerade sagen, hat ja, dem Wächter nicht viel geholfen, als er auf einmal ein Magier wurde und schade, ist sowas. Und währenddessen kram ich so an meiner Tasche rum und hol mein Gewehr aus und dann so ein Rausch. Schade, ist sowas. Traurig, jetzt schon direkt Erschießungskommando hier. Euch ist schon klar, ne? Die Idee von Erschießungskommando ist, dass alle die gleiche Waffe benutzen, damit keiner weiß, wer den nachher... Oh, egal. Was sagst du? Ich guck dann Russell an, so von wegen, wenn er nur schießt, ist das kein Problem. Ihr kommt nicht nur drumherum, während ihr euch unterhaltet, noch mal aus dem Fenster raus zu sehen, dieses bläuliche Leuchten von außen. Weicht nun langsam, also weicht ein bisschen ab ins Lila, ne? Also die Farbe scheint sich ein bisschen zu verändern. Und man sieht in der Ferne
Also wenn es einen Horizont gäbe, den man irgendwie ausspähen könnte, weil sonst ist alles so blau-lila, sieht in der Ferne einen Schatten, der langsam größer wird. Okay. Vielleicht bewegen wir uns doch noch und das ist unser Ziel. Optimismus. Auf jeden Fall tut sich etwas. Tja. Auf diese Farbgebung hin. Ne? Also von außen, also dieses bläuliche in Lila, ne, würde ich mal gerne gucken, wie die Augen von dem Typen dann aussehen, weil ich habe den ja auch jetzt gesehen. Mhm. Hatte ja dann auch gesehen, dass sie ja auch so dieses Farbschema da hatten. Wetten. Ja. Die haben inzwischen aufgehört zu leuchten. Ah, okay, gut. Mhm. Wenn du sie nochmal nachguckst. Ich guck dann die anderen an. Seine Augen leuchten nicht mehr. Vielleicht ist es jetzt sicher, ihn anzugucken. Oder irgendwas mit ihm zu machen. Oh, man darf ihn nicht angucken? Ups. Ups. Weißt du, ich habe keine Ahnung von Magiern. Ja, ich auch nicht, deswegen frage ich hier. Ich zeige nur auf mich, ich habe ihn gerade angeguckt. Sehe ich so aus, als ob ich irgendwie anders aussehe? Oh mein Gott, da ist ein Dämon aufgehend, ich muss dich sofort umbringen. Auf jeden Fall nicht besser als vorher. Ich möchte als Magiebewanderter mir auch mal angucken, ob ich irgendetwas Besonderes an ihm erkennen kann. Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich tun sollen, bevor er wieder normal aussieht, aber vielleicht ist er jetzt ungefährlicher. Mach mal einen Scrutiny-Test. Okay. Das ist eine 7. Oder Moment. Nee, doch, bleibt bei 8. Bleibt bei 8. 8? Ja, reicht, genau. Ja. Puh. Punktlandung. Moment. Meine schönen Tomes. Der Mann ist, sieht so aus, als der hat so ein typische Verbrechervisage, die nicht sonderlich vertrauenserweckend aussieht. Und die Tätowierung, die er im Gesicht hat, könntest du wohl irgendwie so deuten, der ist in irgendeiner Gang wohl gewesen. War jetzt nichts, was ihn jetzt irgendwie als Magier irgendwie auszeichnen würde. Zumindest nichts, was du jetzt irgendwie kennst. Sieht mir nicht unbedingt nach einem Magier aus, um ehrlich zu sein. Warte, ich sicher, dass er immer noch so durch dieses Fensterchen, ne? Ja. Es könnte natürlich nur auch eine zufällige Entladung gewesen sein. Wisst ihr was? Ich gehe mal rein und rede mit dem Kollegen. Viel Spaß. Ich nehme schon mal mein Gewehr in die Hand und so. Genau, seid bereit. Geben dir Rückendeckung. ich gehe noch mal rüber in das andere Teil. Ich mache mal so die Tür auf und steckst so meinen Kopf rein. Hast du dich wieder beruhigt? Wieso beruhigt? Naja, du hast hier gerade so einen Typen getoastet. Ja, der kam mir scheiße, kam mir irgendwie quer. Aber du hast nicht zufällig, und der setzt jetzt so ein verschmitztes Lächeln irgendwie auf, hast nicht zufällig irgendwie Lust, mich hier rauszuholen? Seien wir ganz ehrlich, nicht wirklich. Sind bei euch auch irgendwie alle anderen Leute verschwunden? Wieso andere? Oder warst du von Anfang an? Andere Leute, ja klar. Wir waren noch mehr Gefangene, ja. Alle außer mir sind weg und der Wache. Ah. Tja. Was ist passiert? Wir haben keine Ahnung. Wir sind zu viert drüben im Abteil. Dann kamen irgendwelche komischen, mörderischen Marionetten und wollten. Ja, ich weiß auch nicht. Der Kerl hat uns geschlagen die ganze Zeit. Und ich habe mich gewehrt und habe die Augen geschlossen. Und dann, als ich wieder aufgemacht habe, lag er so vor mir. So verkohlt, wie er jetzt aussieht. Siehst du, du wirst verstehen, dass es vielleicht dann einfach so ein ganzheitliches Sicherheitsinteresse... Weißt du, was mit mir passiert, wenn wir ankommen? Komm, lass mich frei. Ich muss in die Minen. Was stehst du in die Minen?
Ja. Hättest du mal daran gedacht, bevor du Leute umgebracht hast? Ja. Sie hat schon recht. Diese scheiß Gilde. Nimm's mir nicht übel, aber ich glaub dir irgendwie nicht. Ich meine, du hast jetzt gerade hier schon wieder einen Typen getoastet. Naja. Aus Versehen. Und außerdem hat er mich geschlagen. Guckst du hier? Und er zeigt so er hat so eine kleine Platzwunde so am Kopf. So. Ja, das eine Unrecht löst das andere nicht auf. Also. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Nicht ich, über, also... ich will dir nicht näher kommen, Kollege. Du scheinst mir ein bisschen gefährlich zu sein. Aber... Sag mal, als du die Augen geschlossen hast, ja. War das kurz nachdem du... Oh, hey, ich hatte auch Kopfschmerzen, aber ich hab niemanden umgebracht. Hat das wohl etwas mit der Brechel zu tun, dass du diesen Typen da geröstet hast? Ich nehme an, du hast davor nie irgendwelche magischen Fähigkeiten gezeigt. Nein, ich bin kein Magier, ehrlich nicht. Mit dir nichts am Hut. Dann bist du jetzt einer. Viel Spaß. Oh, scheiße. Ich will kein Magier sein. Ja, ja, ich kenne das. Und ich gehe währenddessen zu der abgekokelten Wache, die mal so durchsuchen. Ja, findest du so einen Ausweis von der und die üblichen. Der hat halt so ein längeres Gewehr, wie so ein Karabiner mit so einem, wie nennt man das, vorne so ein Aufsatz zum Nahkampf. Und Bajonett? Genau, Bajonett vorne dran, ja. Mhm. Nett! Und ich nehme das so in die Hand, guck so, und wächst ab, ob meins oder seins. Ja. Ich würde es mal mitnehmen. So. Ja. Frage Next ist, wie du das durch die Sicherheitsschleusen kriegst, ist ein eindeutig Zeugs. Oder warte, also wie ist denn das von der Werten? Ist das, kann ich das ungefähr einschätzen? Ich hab da so eine, ach wie hieß das, Enfield Musketoon. Mhm. Dann, ja, du würdest schätzen, dass es ungefähr gleichwertig ist mit deinem. Kann ich das Bajonett einfach abmachen? Das würde mir fehlen. Und das auf meinen... Ja, klar, kannst du abmachen. Ja, dann. Ne, ich gehe so kurz noch ein bisschen nach hinten und werke da so ein bisschen rum, ja. Für das Bajonett irgendwas zu machen. Das kann ich gebrauchen. Das dauert eine Zeit lang, bis du das da abgeschraubt hast. Naja. Und währenddessen hört ihr von der Seite, wo ihr den Schatten wahrgenommen habt, ein lautes, dröhnendes Geräusch, was euch wieder dazu bringt, wieder zur Seite zu sehen, irgendwie nach draußen zu gehen, weil hier in diesem Waggon kann man halt nicht nach draußen gucken. Und seht dann jetzt aus diesem Schatten herauskommen ein unförmiges Wesen mit mehreren Tentakeln. Es muss ungefähr 10-mal so groß sein wie der Zug. Ich lasse das Bajonett fallen. Ich gucke meinen Bogen an. Ich gucke das Ding an. Ich gucke den Bogen nochmal an. So. Gut. Nein! Nein, sage ich auch so. Nein! Wir treffen jetzt hier eine Entscheidung. Und zwar, Kollege, wir nehmen dich mit. Du kommst mit uns ganz nach vorne. Und wir versuchen, diesen Zug irgendwo hinzubringen, wo dieses Monster nicht ist. Ich gehe zu den Typen. Cool. Welches Ding? Welches Monster? Ich stelle keine Frage. Das willst du nicht wissen. Lass mal sagen, Kollege, komm nicht. Ich mach den mal frei und sag so, hey, wie heißt du? Mein Name ist Caesar. Alles klar, Caesar. Ich bin Abe, ich bin dein neuer bester Freund. Bleib hinter mir. Ja, klar. Allerbester Freund, cool. So. Und dann gehen wir in Richtung Schaffner. Er werkelt eine ganze Zeit lang an den Fesseln rum, findet dann einen kleinen Schlüssel bei der Gildenwache und könnt ihn befreien. Und er geht mit euch nach vorne durch die mehrere leere Waggons bis zur Lokomotive. Nach vorne. Sind die anderen Waggons komplett leer oder ist da halt auch so Gepäckkram und nur keine Leute? Gepäck, ja, aber keine Menschen. Okay. Und aber auch keine laufenden Marionetten, ja? Nein, keine laufenden Marionetten. Gut, immerhin. Genau. Und auch in dem Maschinen, also vorne auf der Lok quasi, seht ihr, als ihr da ankommt,
dass da niemand an dieser Lok halt irgendwie arbeitet oder so. Ihr seht immer noch dieses silberblaue Licht, was um euch herum irgendwie ist, durch die Fenster. Und ja, die Maschine also läuft gerade nicht. Okay. Na super. Ich möchte mich aus. Ja, ich kenne mich mit sowas ein bisschen aus. Und ich würde sie gerne wieder in Betrieb nehmen. Mhm. Ich muss wahrscheinlich anfeuern oder wetten. Ich untersuche die Maschine und möchte sie wieder in Gang bringen. Um die Maschine wieder in Gang zu setzen, macht man einen sogenannten Ongoing Challenge. Ja. Das heißt, ihr müsst Erfolge erreichen. Und zwar insgesamt 8 Stück. Und ihr könnt das machen mit verschiedenen Skills. Ihr könntet Athletics benutzen, Engineering, Sorcery und Intellect könntet ihr benutzen. Kann ich Sorcery auch benutzen, wenn ich keine Magierklasse habe? Ich habe nämlich den Skill, aber ich habe nicht die Klasse und damit keine Dings. Du könntest das rein theoretisch benutzen, allerdings würdest du keinen Zauber dann irgendwie sprechen können, aber du könntest ja irgendwie... Genau. Also ich würde das einfach nur als Skill benutzen quasi. Ja. Also ich habe noch Athletics. Ja. Sorcery könnte ich beisteuern. Ja, gar nichts. Ich könnte Sorcery, Engineering oder Athletics beisteuern oder Artifacting, aber ich glaube, das bringt nichts. Okay. Jeder bestandene Test, den ihr macht, die Maschine zu reparieren oder zu schauen, wie diese Maschine funktioniert und wie man sie wieder ins Laufen kriegt, könnt ihr erstmal dann nacheinander jetzt eine Karte ziehen. Mhm. Ich fange mal an. Habe eine 3 Crows. Gegen die 10 bitte. Insgesamt. Kann ich da cheaten? Ja, kannst du. Dann möchte ich gerne cheaten und möchte gerne diese 3 durch eine 8 ersetzen. Mhm. Ja, dann habt ihr schon mal. Und dann habe ich nämlich plus. Lass mich nicht lügen. Plus 3 auf meinem, plus 5 von meinem Sorcery Skill insgesamt, das ist ja 2 Intellect plus 3 Rating, 5 insgesamt. Ja. Und dann habe ich das geschafft. Dann hast du es geschafft, okay. Dann der nächste. Ja, das mache ich mal. Ja, dann mach du oder mach ich. Das sieht gut aus. Gut. Ja, plus meine 3 in Sorcery. Ja. Mhm. Dann ziehe ich mal. Ja. Okay, das würde ich halt cheaten wollen, weil ich halt plus minus 0 habe. Ja, mach das. Und dann würde ich einfach mal mein 10 Mask benutzen. Alles klar. Dann geht die auch weg. Jeder gelungene Test von euch zählt doppelt. Habe ich gerade auch mal gesehen. Das heißt, ihr habt jetzt schon 6 Erfolge von 8, die ihr braucht. Nice. Also einer muss noch. Aber Kako kann ja nicht. Nee, ich kann nicht. Von. Hab nichts. Also ich kann jetzt noch einer doppelt. Noch machen, ja. Ich würde sagen, am besten Abraham, weil du hast den besten Modifier. Wollte gerade sagen. Nice. Ich drücke den Knopf. Und das sieht gut aus, ja. Alles klar. Dann versteht ihr nach einer ganzen Zeit, nachdem ihr irgendwie, Russell steht draußen, schaut durch das Fenster und feuert euch an, als ihr dieses Tentakelmonster näher kommen sieht. Und Das ist weniger so ein Anfeuer, als mehr so ein, Leute, hau jetzt mal schnell rein, los, schnell, komm näher, los, hopp, hopp. Die Maschine macht nach den letzten Hebeln, die Abraham irgendwie hoch und runter gemacht hat, einige Leute von euch verstehen gar nicht, was er da genau macht, aber irgendwie er scheint sich da irgendwie auszukennen und drückt da noch einen Knopf und zieht gleichzeitig einen Hebel nach oben
Und schon fängt die Maschine mit einem lauten Dröhnen irgendwie an zu stottern und protestiert quasi dagegen, dass sie angeschaltet wird. Und dann läuft sie aber und ihr merkt, dass Bewegung in den Zug kommt. Und ihr na, endlich, du Scheißteil! Los! Ja. Hoffentlich bringt das jetzt nur was. Beleidige nicht den Maschinengeist. Ich drehe sie nochmal mit etwas Effekt gegen so eine, so eine Klappe. Langsam aber sicher gewinnt der Zug an Fahrt. Und zuerst langsam und dann schneller fahrt ihr und schaut nach vorne durch die Fenster in das Blau und entdeckt tatsächlich dann ein Breach, der vor euch zu sehen ist, auf den ihr euch zubewegt. Verdammt, wo ist das Lenkrad? Genau, und brecht in den nächsten Sekunden, als ihr es kaum seid ihr dem gewahr geworden, schon brecht ihr durch den Breach durch und seht wieder eine Welt um euch herum. Nicht mehr dieses endlose Blau und auch nicht mehr das Dröhnen dieses riesigen Monsters, sondern seht weite Steppe um euch herum. Es ist immer noch heiß und warm, auch durch die Dampfmaschine vor euch sowieso. Aber es wirkt irgendwie friedlich. Vor euch am Horizont liegen die Ausläufer der Stadt Malifaux. Wahrscheinlich. Ihr seid das erste Mal ja hier. Und der Zug fährt ruhig. Die Maschine stottert nicht mehr, sondern Abraham schafft es, sie irgendwie mit ein paar Anweisungen hier noch ein bisschen mehr Feuer nach und so weiter. Schafft ihr es irgendwie, den Zug ruhig in Downtown, in Malifaux, in den Bahnhof einfahren zu lassen? Und was macht ihr jetzt noch mit dem Caesar, als ihr ankommt? Erstmal würde ich ganz gerne wissen, ob die Leute wieder aufgetaucht sind oder wir immer noch die einzigen sind. Nein. Sind die einzigen, ja. Wow. Das wird die Gilde interessieren, wenn sie davon erfährt. Das Problem ist, was macht die mit uns, wenn sie davon erfährt? Das ist ja eine Geschichte. Dabei gucke ich dann Caesar an. Hey, ich spring kurz vor dem Bahnhof ab, okay? Mach ein bisschen langsamer. Dann komm ich raus. Ich guck meine Leute an. Sollten wir vielleicht alle abspringen? Ganz ehrlich, was denkt ihr, was passiert, wenn wir als die einzigen 5 Leute in diesem Bahnhof ankommen? Ich persönlich habe keine großartige Lust von der Gilde befragt zu werden. Ich habe auch keine großartige Lust, von denen richtig geknechtet zu werden, weil ich lebe. Ich hole mal mein Zeug. Hört ihr mich nur von mir? Warte, ich komme mit. Und ich gehe zum Elementarstab und komme so weiter. Also springt ihr alle ab. Ja. Ab, ja. Ist das so, gibt es irgendwie so eine Stelle in der Gegend bei der Stadt, wo man so relativ easy abspringen kann? Der Zug fährt halt über diese Steppe hinweg. Du kannst halt, wenn du den Zug halt so verlangsamst, du kannst ihn ja verlangsamen, ist ja kein Problem, kannst du halt ohne Probleme, auch ohne Gefahr großartig abspringen, je nachdem, wie langsam du den fahren lässt. Kannst den auch komplett anhalten, wenn du magst. Also. Ah, nein. Der Zug wird in den Bahnhof schleichen. Und hoffentlich schleicht er und crasht da nicht einfach rein und macht alles kaputt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Der wird ganz entspannte 5 Meilen pro Stunde fahren und wenn er gegen die Poller vorne fährt, dann wird schon jemand kommen und sagen so, was passiert denn hier? Ich muss mal meinen Zug ausschalten. Mhm. Das passt schon. Ist ja keiner da. Also von daher wird das dann irgendwann jemand bemerken. Ich denke schon. Alles klar. Dann springt ihr vom Zug ab und der bewegt sich mit schleichender Geschwindigkeit wieder nach vorne. Mit Sack und Pack beladen steht ihr in der Steppe kurz vor der Stadt Malifaux
und auf irgendwelchen illustren und mega verwundenen Faden findet ihr zurück in die Stadt, aber das können wir dann beim nächsten Mal besprechen, wie ihr das dann geschafft habt, zurück in die Stadt zu kommen. Denn für heute, die Reise nach Malifaux, habt ihr überlebt und habt ihr geschafft und einen neuen Freund gewonnen, der, naja, zumindest ein Freund, ja. mein neuer, bester Freund. Ja. Und ja, wie es beim nächsten Mal weitergeht und was unsere unsere Helden in Malifaux selbst erleben, das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Wann das sein wird, das erfahrt ihr auf dem Nerdpool. Oben geht die Adresse die ganze Zeit durch. Schaut da mal rein. Da gibt es auch ganz viele andere tolle Streams, zum Beispiel auch vom Chosen. Manchmal. Ja, manchmal. Also, was heißt manchmal? Wir spielen irgendwann mal wieder We Happy Few, wenn Löffel wieder aus der Versenkung rauskommt und der Justicon auch. Eine schöne, illustre Dreimann-Gruppe beim Mad Monkey Squad. Geleitet von Chris. Sehr schön, sehr lustig. So, wir sind ja immer die üblichen Verdächtigen, die immer Scheiß bauen, wie man es kennt. Hin und wieder kann man den Kakko auch betrachten in Streams. Ja, zum Beispiel kommenden Freitag beim guten Mischka auf dem Kanal, Mischka RPG, spielen wir Schattenjäger. Und ich darf wieder Techpriester sein. Yay. Nicht mehr Koch, sondern Techpriester. Ja, ja. Das hat meine Provision mal gewechselt. Sehr gut, ja. Und, ja. Und mich sieht man tatsächlich auch diese Woche nochmal. Echt? Cool. Bei Azrael, genau. Der macht ja Beyond the Wall, hieß das? Ja, Beyond the Wall. Genau, Beyond the Wall am Donnerstag. Und da spiele ich eine Hau drauf. Sehr cool. Raufbolden. Ich bin gespannt, wie das wird. Öfter mal wieder was ein Neues. Erstes Mal, öfter mal was Neues, genau, Donnerstagabend. Ja, ganz geil. Ich tauche mit Sicherheit irgendwo mal irgendwann auf, aber sehr wahrscheinlich erst wieder hier bei Through the Breach. Am Mittwoch gibt es übrigens mit Through the Breach schon weiter. Da gibt es eine zweite Gruppe, die einen auch erstmal die Fahrt nach Malifaux überstehen muss. Die quasi genau das gleiche Szenario, was ihr heute durchlebt habt, auch nochmal durchleben werden. Allerdings dann in Malifaux eine völlig andere Geschichte erleben. Ja, wenn ihr Lust habt, guckt ihr da auch nochmal rein. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. Fürs Zugucken vor allen Dingen. Wen habe ich denn hier irgendwie im Chat gerade heute gesehen? Ich habe gesehen, hier den Shadow habe ich ganz oft gesehen, der Azrael hat auch zugeguckt, Mr. Magister, Hotney, Lucky, Lucano, Mr. Meister Umbreon, Demonic Sugar, ganz viele Namen, die ich sonst nicht so oft lese, ganz cool eigentlich. Demonic Sugar ist mein Twitch tatsächlich. Ach, bist du, ja, cool. Das bin ich, ja. Gut zu wissen. Sugar. Demonic Sugar Mama. Aha. So, jetzt geht's aber los. Ja, und also wenn ihr das nachguckt auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten. Da freuen wir uns immer. Und wenn der positiv ist, leite ich den sogar an die Spieler weiter. Wenn nicht, dann lösche ich den einfach. Du bist so ein Meister. Ja, genau. Fate Manchmal Meister. Muss man sowas. Fate Ja, also bis spätestens beim nächsten Mal. Tschüss. Genau. Ciao. 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 Tschüss. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Card Games on Motorcycles.